Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back und diesmal mit der kompletten DNX. Stellt euch vor. King H auch mal wieder da nach 5-4 Jahren Abstinenz. So, ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich hab keine Ahnung, wie von der Menschheit das ist. Ja, da war ich wohl. Ja, ja, und dann noch quasi 8800. Zum ersten Mal hört ihr meine Stimme in diesem Kontext. Ich freue mich, dass das jetzt auch alles so hervorragend klappt. Und mit hervorragend meine ich, dass wir alleine in diesem Teamspeak für das Video auf die Kette kriegen, die Steinzeit, die Bronzezeit und die Neuzeit erlebt haben. Aber es ist WrestleMania und da lohnt es sich auf jeden Fall, diese Qualen in Kauf zu nehmen. Jo, also für die Leute, die das bis jetzt immer noch nicht verstanden haben, wir haben die Matchcard vor uns und wir werden jetzt diskutieren, beziehungsweise gehen wir die Matches durch und geben dazu unsere Opinions raus. Ich weiß nicht, warum ich immer das Englische mit reinmixe, aber das ist jetzt bei mir so, das müsst ihr akzeptieren selbst, wenn dieses ganze Ding jetzt auf Deutsch ist. Sollen wir dann jetzt schon anfangen oder sollen wir jetzt noch ein bisschen Bullshit labern, irgendwas Unwichtiges? Also, lass doch erstmal sagen, Leute, die Road to WrestleMania, wie fandet ihr es bisher so? Road to WrestleMania, also ich fang mal an, ich sag mal so. Ich hab mir vor ein paar Monaten war ich gar nicht aktuell. Ich hab gar nichts geguckt, weil das war irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Und dann vor kurzem hab ich so überlegt und ich dachte mir so, shit, WrestleMania ist ja bald und das ist ein Muss. Also selbst wenn du nicht mal richtig die Pay-Per-Views verfolgst, für mich ist WrestleMania ein Muss. So. Und dann hab ich mir gedacht, okay, ich gehe auf YouTube und guck mir die Zusammenfassung an, mal gucken, wie viel ich gucke. Und dann war es halt so weit, dass ich dann kompletten letzten Monat von Raw gesehen habe. Also, ich habe lange nichts mehr gesehen und dann kam es halt irgendwann mal dazu, wo ich dann gesehen habe, Mania kommt, bin ich in YouTube rein und habe dann so gedacht, ja komm, gucke ich mir so ein bisschen was an, dass ich wenigstens ein bisschen Plan habe von dem, was da eigentlich los ist. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich den kompletten letzten Monat von Raw gesehen habe, von SmackDown jetzt nicht so viel. Ja, und da habe ich halt die meisten so, also diese Zusammenstellung der Matchcards schon rausbekommen, was da so abgeht. Im Großen und Ganzen. Ja. Im Großen und Ganzen ist mein Wrestling-Guckverhalten in den letzten Monaten eigentlich ähnlich. Nur dass er so umgekehrt gemacht hat. Ich habe Raw und SmackDown oft weggelassen und habe mir dann da auch die Interviews dann angeguckt. Und jetzt die Road und ich eigentlich auch nur Raw und halt die gucke, was Shinsuke und AJ schreiben und das war dann auch egal. Ein bisschen gehypt war ich halt auf Taker und Shawn und was da abgeht. Nur da werden wir später noch drüber sprechen, weil da noch potenziell was kommt. Ja. Ja gut, und bei mir war es jetzt quasi nochmal ganz anders. Also ich war jetzt nicht wie du, Mike, komplett raus oder hab wie du, Kai, nur die Pay-Per-Views geguckt. Also bei mir war es die Pay-Per-Views habe ich eigentlich, solange sie es hat einrichten, immer geguckt. Und die waren jetzt eigentlich auf dem Weg zu Mania hin, auf alle recht gut. Vor allem von Elimination Chamber und vom Royal Rumble war ich doch durchaus angetan. Ja, und bei Raw und SmackDown war es so, ich habe nicht jede Woche alles geguckt, aber wenn es sich hat einrichten lassen, dann habe ich eine von beiden Shows geguckt. Es war komischerweise mehr Raw als SmackDown. Aber jetzt direkt für diese Woche, um nochmal auf aktuellen Stand zu sein, habe ich jetzt Raw und SmackDown als Go-Home-Shows for Mania beide noch. Alright. Okay, beide komplett.
Ich war sogar teilweise, muss man ja sagen, dann auch noch durch New Japan abgelenkt, obwohl WrestleMania vor der Tür steht. Ja, habt ihr mitgekriegt? Ja. Ich hab's auch erzählt, dass ich dann mal New Japan Show dazwischen geschoben habe. Aber man braucht ja auch manchmal ein bisschen Abwechslung. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch was fragen, aber ich glaube, das würde das in so eine krasse andere Richtung lenken. Ja, mach gut, dann beschränken wir das halt auf einen Satz oder so. Okay, lebt TNA noch? Gerade so, glaube ich, es zuckt ab und zu mal. Okay. Nee, also so ganz ehrlich, um jetzt doch einen Satz mehr zu sagen, fairerweise muss man sagen, sie leben, aber sie spielen keine große Rolle. Okay. Also, sie haben halt Battle Del Rio und sie haben Austin Aries wieder. Und Morrison habe ich irgendwas gesehen. Genau, und Morrison, also Johnny Mundo, um genau zu sein, wie er in den Indies heißt. Genau, ja. Auch da und genau. Ja, die leben, aber jetzt haben sie Easy Freer an die WWE verloren. Ja. Da hat er neulich sein NXT-Debüt gegeben. Richtig. Und ja, also ich sehe da keine große Zukunft. Aber das zeigt auch ja schon. Und nee, also ich meine, guck mal, Impact, die haben ihre großen Leute aus der Glanzzeit, haben die mittlerweile auf dem kompletten Globus verteilt. Ich meine, guck's dir doch mal an. Samoa Joe und AJ, die sind jetzt bei der WWE. Christopher Daniels ist bei New Japan, hab ich mich gerade bei dem New Japan Paper, was ich gesehen habe, war der auch da. Und guck mal, die letzte große Nummer waren halt die Broken Hardys und die machen ihr Ding jetzt in der WWE. Ja, und was mit Damien Sandow? Oh Gott, Frage. Nee, Bruder. Bruder, nee, der ist seit 2 Jahren von TNA weg. Oha. Und Del Rio? Nee, der ist raus. Der ist bei Impact auf jeden Fall, den haben sie. Okay, ja gut, dann wieder zurück zum Hauptthema, bevor das hier jetzt zu lang geht. Ich lese jetzt einfach mal vor, was kommt. Ich lese jetzt einfach mal vor, was kommt, okay? Also, so lese doch einfach mal das erste Match vor, worüber du reden willst. Ja, ich mach's jetzt einfach die Liste durch. Okay. Also, das erste, was ich drin habe, ist das Andre the Giant Memorial Battle Royal. Oh mein Gott. Dabei sind Baron Corbin, Mojo Rawley, ja. Ty Dillinger, Dash Wilder, Scott Daveson, Matt Hardy, Dolph Ziggler, Fandango, okay. Tyler Breeze, Goldust, Heath Slater, Rhino, Primo und Zack Ryder. Okay. Darf ich gleich mal loskotzen und sagen, dass Matt in dem Match der größte Waste ist? Ja. Aber hallo. Danke. Danke. Also ich muss gestehen, bei dem Teilnehmerfeld ist das Einzige, was ich sehen wollen würde, dass Matt völlig durchdreht, mehr Elite Chance als alles andere durch die Halle schafft. Brother Nero zurückkehrt. Oh, ja. Brother Nero ist zurück. Aber nicht direkt. Ja, aber ja. Du weißt ja nicht, vielleicht Surprise Return. Also gut, ich meine, er war ja für die Deletion, war er ja im Video. Oh, ganz die Deletion. Habt ihr es nicht gesehen? Doch. Natürlich. Das ist ja das Problem, aber guck, das Ding ist, wenn du die Original-Deletion kennst, dann ist es Witz. Nee, weil das letzte Video, was ich gesehen habe, ich weiß dann gar nicht, ob das jetzt aktuell war oder nicht, weil ihr sagt, das war die Deletion, weil ich habe The Return of Willow the Wisp gesehen. Das ist ein Fake. Ist das ein Fake? Ja, Mike, voll, das siehst du doch auch, wenn du genau hinguckst. Nee, also ich habe eins gesehen, das sah relativ real aus. Nein, Mann, das ist
Nee. Gangster. Das, nein, wenn du Willow aus TNA gekannt hättest, das ist original dieselbe Promo wie damals bei Impact. Echt? Ja. Das ist genau. Das ist scheiße. Das ist original die Promo. Das ist scheiße, weil ich hätte jetzt voll gehypt. Nein, aber guck, genau da liegt das Problem, das ich mit den Broken Hardys in der WWE habe. Das sind dieselben Charaktere, aber das sind nicht halt so geil wie die Spiele. Ja, weil die Storys, ich finde, die gehen gerade irgendwie ein bisschen in eine komische Richtung. Ja, klar. Das haben die Charaktere so an sich, aber... Das wollte ich gerade sagen, das muss so sein, das ist das ganze Gimmick. Nein, ich verstehe ja das Gimmick, aber deswegen sage ich ja komische Richtung, weil ich habe gedacht, gerade weil sie ja so aus der TNA 1:1 rüberkommen, dass sie da genau eigentlich so weitermachen, wie es aufgehört hat, was bei mir aber jetzt nicht so wirklich den Anschein hat. Doch, machen sie eigentlich schon, nur sie müssen halt GG weitermachen und das ist das Problem. Gut, ich meine, was ja schon mal ziemlich geil ist, was sie jetzt halt nach und nach die ganzen Charaktere, also das komplette Haus Hardy haben. Ja, das schon. Ja. Inklusive Senior Benjamin und King Maxwell und dem ganzen Kram, ne? Ja. Das Einzige, was ich daran kacke finde, ist halt, dass sie jetzt Bray komplett vergessen kann. Bray Wyatt ist halt nie mehr jemand, der... Ja. Das ist eigentlich die einzige Scheiße daran. Ja, das habe ich schon von anderen Leuten auch gehört. Aber zum Match so, ich habe schon wieder vergessen, wer drin ist. Aber so ganz ehrlich, es interessiert mich nicht. Und ich sage, wenn sie ihn retten wollen, für den Nächsten war es der Monster und Kronen, das gewinnen. Ja. Das klingt für mich am plausibelsten irgendwie. Ja, Corbin muss das Ding gewinnen, wenn aber auf jeden Fall muss es in meinen Augen ein Smackdown Superstar gewinnen. Gut, ich muss echt also entweder Dillinger oder Corbin. Ty wäre tatsächlich vielleicht mal eine gute Idee, weil ich meine... Der Typ ist eigentlich richtig gut over bei den Leuten und hat das genau. Der Syndrom. Ja. Mega over, aber amused as fuck. Ja. Ja, im Normalfall wäre natürlich Ziggler mein Favorite. Ja, aber... Aber das, was die in den letzten... Vorbei. Ja, das, was die in den letzten Wochen alles mit dem gemacht, also... Das ist echt unter der Gürtellinie eigentlich schon so. Naja, wenn wir ehrlich sind, ist glaube schon seit 2 Jahren an dem Punkt, wo... Mich wundert eigentlich, dass er noch da ist. Ja, gell? Das ist wirklich überraschend für mich so. Schade eigentlich, aber naja... Ja gut, also, obwohl Paisy, gib du noch ne so mal was raus, wo du jetzt eindeutig sagst, okay, der gewinnt das Ding. Gut, ich meine, es ist ja immer die Frage zwischen realistisch einschätzen, wer das Ding gewinnen könnte oder wen ich wollte, dass er gewinnt. Also wollen, ganz klar. Also wenn Matt dieses Ding gewinnen würde, wenn es schon ziemlich geil. Ja. Ich glaube, warum nicht Baron? Warum soll Corbin nicht mal wieder ein bisschen mehr pushen? Ja. Weil ich meine, der hatte einen ganz guten Run, dann hat es wieder ein bisschen abgeflacht und die Battle Royale wäre vielleicht ein Weg, ihn wieder ein bisschen mehr hochzuholen. Leute, wisst ihr, was bei Baron das Problem ist? Hä? Er hat das Ding schon mal gewonnen vor 2 Jahren. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, wo du das gesagt hast. Ja. Ja gut, Mojo Rawley hat es auch schon gewonnen und der ist auch wieder drin. Ach, what the fuck, ey. Ah ja. Können wir bitte mit was Coolem weitermachen? Okay. Ja gut. Es tut mir leid, aber das ist so ein, weißt du, so... Das ist so, dass man vor jeder Pissen geht. Nee, das Ding ist, ich glaube, das ist der Part der Kickoff-Show.
Ja, auf jeden Fall ist das oh, eine gut, Kickoff-Show. Das wäre göttlich. Weil, ja. Ja. Ja, nee, ich wollte eigentlich wollte ich so machen, so die ekligsten Dinger zuerst weg. Ja, okay, cool, ja, dann okay. Dann mach weiter damit. Ja, okay, dann wäre das zweite, also in meinen Augen, ihr könnt mich gern korrigieren. Ja, das Woman's Battle Royal. Sorry dafür. Nee, ist, das jetzt Sex, ist das jetzt Sexismus? Ja. Ich kann euch, ich weiß nicht, ob ihr die Storyline kennt zwischen Sascha und Bailey. Ja, doch. Ich glaube, die haten sich jetzt. Ja, ja, die haten sich dieses nach dem Freundschaft. Du hast so viel Scheiße kann gebaut, Hayden. Kann mir kurz mal jemand erklären, wer jetzt da Heal und Face? Keiner. Weil es ist einfach nur ein. Man kann es nicht identifizieren, weil es ist einfach nur ein Streit zwischen. Ja, aber ist okay. Aber verstehst, was ich meine. So, ja. Und das Problem für mich ist, das wurde jetzt über einen Monat aufgebaut und dieser Hype zwischen den Zweien ist einer der größten in WWE aktuell, ja? Der ist einer der größten in der WWE aktuell. Vor allem, der wurde richtig gut gemacht. Und was machen sie in Mania? Ja. Sie packen sie in Battle Royale. Ich dachte so, fuck off, Alter. Fuck off. Ja, Mann. Ja, aber das Problem ist, sie haben halt mit den anderen zwei Singles-Matches schon richtig große. Ja, aber Bullshit, egal, pack die von mir aus ins Battle Royale und hol die anderen zwei dafür. Sind ja, die Title-Matches. Ja, ich weiß, aber ich hätte halt gern, ich wette, weil die müssen jetzt einen Notausgang finden. Ja, machen sie das so, dass die im Battle Royale die Story weiter aufbauen und nach Mania das erst richtig interessant wird wahrscheinlich. Du, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in Anführungszeichen eine der beiden, dass eine wirklich Heel schon. Ja. Der beiden im Battle Royale, also könnte ich mir gut vorstellen und dass sie die andere verletzt und die dann zum SummerSlam wieder weitermachen. Ja, das wär's. Also, so wird's ich gucken, weil zurzeit hast du bei den Ladies fast schon zu viel. Ja. Du hast halt das Riot Squad, du hast Absolution. Danke. Genau, und was soll eigentlich die Scheiße, aber egal. Ja, soll ja, ich Moment jetzt mal. Ja. Wenn wir jetzt aber schon bei Absolution sind, und um mal wieder ein bisschen weg von Sascha und Bailey zu kommen und zu eventuellen Gewinnern dieses Battle Royale. Meinst du, muss sagen, ich glaube, dadurch, wie sie gerade den Riot Squad und Absolution aufbauen, dass einer von diesen zwei Stables gewinnen wird. Und ich bin komischerweise bei Sonya Deville, weil jedes Mal, wenn die in irgendeinem Match war, war die erstens richtig cool und das könnte vielleicht auch dann so ein Heel-Win werden. Keine Ahnung, dass Paige einfach noch eingreift und dadurch Sonya und Mandy irgendwie einen Vorteil haben und nachher machen sie vielleicht noch zu viel Krieg aus. Maya ist nicht drin, oder? Nee. Das wollte ich nämlich gerade machen. Ich wollte euch vorlesen, wer alles drin ist. Ja, dann hau raus. Also, Sasha Banks. Yes. Becky Lynch. Mhm. Liv Morgan, oder wie die heißt. Ja. Naomi. Mhm. Natalia. Ruby Riott. Pasi wird steif in dem Moment übrigens. Ja, Ruby Riott, Sarah Logan. mein Pick ist Bailey. Nein, Mann. Lana. Leute, das ist doch Lana krank. Rusev, Mania, wo bist du gelandet? Ey, die muss gewinnen. Ja, Mann, Rusev, wo bist du, Alter? Leute, mein Pick
Dann Dino Morelle. Nein, 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 wie heißt der? Sag's mir. Ellsworth. Ja, Mann, James Ellsworth. James Aber Michi, da muss ich dich leider enttäuschen. Ellsworth hat am Mania-Wochenende für eine Indie-Promotion ein Match. Ja. Der Junge kann sich richtig abfangen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, wir sind jetzt von Lana auf Ellsworth gekommen, das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist kein weiter Weg, Bruder. Nee, Jungs, hey. Moment. Was? Surprise Entrance. All Red right, Everything. Eva Marie. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Das wäre das erste Mal, dass die ein richtiges Match hat! Nein, Mann. Also, Eva Marie war wirklich kacke im Ring, okay? Nee, das Problem ist. Aber keine schlechter als Dana Brooke. Ja, komm. Also, ich meine, Dana Brooke hat das Charisma von einem Käsebrot. Die hat zwar dreimal so dicke Arme wie ich, aber Charisma sucht die bis heute vergebens. Wahrscheinlich im Puppe. Also ich glaube, ich mach gleich nicht mehr mit. Ich muss mich erstmal einkriegen. Käsebrot, so eine Werbung, Alter, wo die das in der Hand hält, Alter. Wenn die WWE kackt. Ist einfach ein Käsebrot. Das ist ein Stück Käse. Also, ganz kurz, um meinen Teil dazu beizutragen, von wegen Eva Marie, ich will die ein bisschen verteidigen, aus dem wir reden Grund... seit 20 Minuten über die Kandidatin. Ist scheißegal. Auf jeden Fall will ich sie verteidigen, weil erstens war der Build-up Bullshit und... Nichts mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, sei froh. Der Build-up war der größte Scheiß ever und gerade da, wo es losgehen sollte, wurde alles gecancelt. Also, ja, die hatte nicht mal... So. Ja, die hatte aber nicht mal wirklich die Chance, irgendwas zu zeigen. Weißt du, was ich meine? Ach so, du meinst Eva Marie. Ja. Ach so, ja. Die ist ja genau dasselbe wie mit Emma. Ja. Ja. Was bis heute der größte Skandal ist, weil die Frau Gold ist in meinen Augen, aber gut. Auch übrigens wieder jemand, dem die Entlassung richtig gut getan hat. Die muss sich in den Indies momentan sehr gut aufbauen. Die Ring of Honor ist die auf jeden Fall gerade MVP. Ja? Ja, Mann. Ich glaube, der kann keine Drinken nicht ab. So weit man gehört hat. Soll ich jetzt weitermachen? Habe ich schon Sieger gesagt? Also, Pasi ist ja bei Sonya Deville. Genau. Ja, Mandy Rose, fuck. Sonya Deville, Mickey James. Mickey James? Ja. Fuck. Aber wisst ihr was? So steile Prognose. Ja. So wie ich es immer mache, so ich guck mir ja meine eigene Welt, wie sie mir gefilmt hat. Ja. ganz ehrlich, in meiner Welt gewinnt Sascha das. Ja. Indem sie Haley im Arm bricht. Oder was weiß ich so, sie fickt sie einfach so. Aber und dann sehen wir bis zum Sachen vielleicht nichts und einfach. Okay. Bam. Als die letzten zwei sind dann noch Carmella und Käsebrot, Dana Brooke. auf jeden Carmella, Fall. Carmella, warte mal, die hat den Money in the Bank Koffer. Ja, ja. Die hatten noch, ja. Okay, darüber will ich reden, wenn wir bei den Mädels. Ja, okay. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, ich habe jetzt zwar Bailey gesagt, weil ich denke, das würde storytechnisch, würde das halt noch was rausholen, aber so an sich hätte ich jetzt auch gesagt Sasha Banks. Das Problem ist,
Du musst halt einen von beiden nach Mania für längere Zeit rausnehmen oder du musst die Fehde da schon beenden. Warum denn? Und das werden sie nicht machen. Ja, weil das ja langweilig wird. Die hauen sich dann bis zum Sommer aus dem Maul oder was? Nee, ich glaube, die sollten das so machen, dass die das in Mania noch aufbauen. Raw danach wird diskutiert und dann erst kommt es so zu einem Seitenwechsel, so zu etwas anderem ganz kurz, dass man dann wieder kurz vor dem nächsten Pay-Per-View daran erinnert wird, so. Okay, ja, kann sein, ja, und an dem gesehen Punkt macht Bailey vielleicht sogar mehr Sinn als Sascha. Eben, weil auch, weißt du, was auch da mehr Sinn macht? Sascha wurde ja insgesamt in der WWE schon viel öfter gepusht als Bailey. Und ich finde, ja, wenn die das mit Bailey pusht. Ja, aber wenn du jetzt Bailey pusht, dann guckst du, dass die vom Status ungefähr auf dem gleichen Level sind, womit das Pay-Per-View dann an sich mehr Hype hätte. Weißt du, was ich meine? Weil die meisten sehen das ganz bestimmt so, ja, Sascha, die hat schon das gemacht und das gemacht und das gemacht in der WWE, da kann Bailey, weiß ich wer sein, die hat keine Chance gegen die. Und das sollten die jetzt erstmal auf dasselbe Level bringen, finde ich, weißt du, das ist so 50-50. Das wäre aber Schwachsinn, wenn die Leute so denken, weil dann übersehen die sämtliche NXT Folge von Bailey. Ja, aber das sind halt diese WWE-Leute, die auch nur dieses von heute so sehen, so, weißt, die kennen sowas wie Ruthless Aggression und so gar nicht, geschweige denn andere Shows. Darum geht's ja gar nicht, ne? Es geht um die NXT-Vergangenheit, wo die eigentlich schon Erzfeinde waren. Also, du musst dir das so vorstellen, du bist halt nicht so der NXT-Typ. Die war sowas wie 2008, 2009 Cena und Orton. Okay, krank. Ja, das kann man ganz gut so vergleichen. Ja gut, aber die WWE von heute hat da, also die konzentriert sich ja auf die jüngeren Zuschauer, würde ich jetzt mal sagen, und die Problem, haben ja keinen Plan davon. Genau, und das Problem, was ich damit hatte, als Bailey ins Main Roster kam, waren Sascha und Bailey auf einmal Best Friends. Ja. Und das war für mich halt von Anfang an Bullshit. Weil das wäre genauso wie wenn Triple H Taker sich im Vorwand gezogen hat. Ja. Ja, aber ich finde, es hat auch noch ganz praktischere Gründe. Du kannst doch nicht zum 500. Mal jetzt noch Bailey und Sascha gucken. Ich finde, es wird auch für Bailey einfach wieder Zeit, sich vielleicht auch in andere Storylines zu begeben, weil sie auf hat ja noch jeden Fall Potenzial. Finde ich auch. Hat der Charakter Potenzial für mich? Hat dieses Gimmick Potenzial? Nein, das Gimmick an sich nicht, aber sie an sich, ja. Ja, komplett gebe ich euch recht, aber für mich ist das Gimmick tot. Ja, heute, was egal. Willst du da sagen? Ja, ich weiß. Alle Gimmicks sind tot in der WWE. Ja. Okay. Ja. Ja gut, soll ich jetzt mal weitermachen? Ja, bitte. Okay, das nächste, das ich pick, welches soll ich nehmen? sollen wir jetzt die Divas noch voll durchmachen? Wolltest du das nicht nach Pre-Show und Main-Show und so ordnen? Nee, weil das Einzige, was in der Pre-Show drin war, war das Dings, das ist das Andre the Giant Memorial Battle Royale, so wie ich gesehen habe. Okay. Du, mir ist eigentlich wurscht, wir können jetzt auch erst die Mädels durchmachen, oder? Ja, Ladies first. Okay, alles klar. Dann, SmackDown Women's Championship, Charlotte Flair gegen Asuka. Gegen Asuka, ja, Mann. Meine zwei Ladies, das wird auf jeden Fall eins meiner Highlights. Okay. Ich erhoffe mir verdammt viel, nicht zuletzt, weil ja, wie jedermann weiß, Charlotte so, ne? Ja, wissen wir. Finde ich gut. vor allem in den Ring-Technik ist der einfach das Beste im kompletten Roster. So,
so gerne ich Alexa habe und so, aber schade, der will jetzt mit jeder anderen aus dem Wohnraum. Wobei ich sagen muss, auch wenn ihr Style etwas anders ist als der von Charlotte, du darfst nicht vergessen, dass Asuka mindestens auf ihrem Level steht. Ja, Bruder, und ich kann sagen, du, der Junge ist manchmal für mich auch genial, weil, es sind einfach objektiv gesehen die zwei besten Wrestler gewinnen. Die WWE ist dann Also meine Theorie ist übrigens relativ schnell und simpel erklärt. Also ich denke, sie gehen mit Asuka, weil nicht nur, dass Asuka ja ihre undefeated Streak noch hat. Ja, ja. Guck mal, sie war Soul Survivor von ihrem Survivor Series. Sie hat den Rumble gewonnen. Ich glaube, sie wollen Asuka wirklich einfach vor einer übergroßen Figur aufbauen. Warum sollte ich dann jetzt, bevor sie einen Titel hatte, ihr die Streak beenden? Weil die Charlotte auch auf der Größe spielen, was auch immer. Wenn Charlotte den Titel verteidigt, ist sie auf die Jagd, dann hat sie Brock Lesnar Status, so in meiner Augen. Ja, aber das ganz ehrlich, das ergibt für mich keinen Sinn. Und darauf steht die WWE zurzeit, Leute. Aber das ergibt für mich keinen Sinn. Pasi hat recht, ich weiß, aber ihr wisst, wie Vince tickt. Ich denke eher, selbst von Charlottes Seite aus, diesen, nennen wir es jetzt mal wirklich Brock Lesnar-Status, wie du es gesagt hast, das braucht die meiner Meinung gerade nach nicht. Ja, und gerade gegen Asuka nicht. Wenn das jetzt einer, sage ich jetzt mal, der Älteren aus der Women's Division wäre, dann ja. Aber jetzt gegen jemanden, der also ich weiß jetzt nicht, wie lange insgesamt Asuka schon dabei ist. Im Main Roster seit Januar? Ja, also. Hey? Könnt's nicht ja, sogar. Main Roster, Januar, Dezember, sowas? Oh, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, aber nee, damit ihr nur versteht, was ich meine. Ja, vor Rumble auf jeden Fall. Ja, man kann sie. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, man kann sie im Gegensatz zu Charlotte als Newcomerin bezeichnen. Ja? Ja. Und im Main Roster schon. Ja, ja. Und genau deswegen, weil ihr müsst überlegen, ich weiß nicht wann es war, 26, 28, ja, gab es ein WrestleMania-Match, wo ich auch nicht genau wusste, was ich dazu sagen soll, weil es mir einfach zu blöd war. Und es war Jericho gegen Fandango und Fandango hat sich das Ding einfach geholt. Und das war ein geiles Match. Ja, aber der Build-Up für das Mania-Match war der größte. Ich erinnere mich nicht mal gescheit dran, um ehrlich zu sein. Oh ja, Mann. Ich fand es einfach so schlecht, dass ich das Match gern geskippt hätte, aber ich gesagt habe, nein, da ist Jericho dabei, das muss ich mir geben. Oh Bruder, und die schöne Skype-Con, Confi, die wir währenddessen hatten. Ja. Großartig. Ich glaube, Pay war bei mir und es waren. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern? Ja, das war ja, spaßig. Ja, es war relativ cool. Ja. Wie ein Flamenco. Ja, gut. Genug dazu gesagt, oder? Also, wir gehen alle mit Asuka, oder? Ja. Ich denk schon, ja. Ja. Schweren Herzens, ja. Sorry, Babe. Ich hätte jetzt eigentlich noch notieren sollen, aber das machen wir dann wahrscheinlich nochmal private. Asuka ist schon so dran. Okay, dann, ich glaube, ja, das ist so gesehen das letzte Women's Match. Ja. Und zwar Alexa Bliss als Champion gegen Nia Jax für den Raw Women's Championship. Alexa. All the way. Also Alexa ist so ein herrlicher Heel-Champion. Gut, ich muss sagen, ich finde die Storyline sowas von langweilig und kacke. Yeah. Ich meine, ich mob Nia Jax, weil sie anders ist. Wow. Vor allem, 18, weißt du?
Vor allem ergibt es keinen Sinn, weil sie vorher als beste Freundinnen gebucht wurden und auch bei Total Divas Best Friends sind. Eben. Ich hab gegen die Matches nichts, solange der Build abstimmt. Aber. Ja, aber das bekommen sie bei Naya schon immer nicht hin. Seitdem die von NXT weg ist und in NXT, und da merkst du wieder, dass bei NXT Triple H buckst. Ja. Und da hat die in NXT zu, die war Mark Henry mal 10 Tage. Das war der Mike, der weibliche Mark Henry. Ja. Aber geil war. So ja, okay. Naja, sexy Chocolate. Naja, nein, eben nicht, Dicker. Naja, Jax war in dem Modus, in dem er Kenny war, als der Undertaker totgepumpt hat. Achso, ja. Okay. Krank. So, und kaum hat dieser alte, senile Mann die Kontrolle über die arme Frau, ist sie lächerlich. Nein! Ich liebe Naya Jax. Nein, aber bitte erlöst das Mädel. Ach ja. So, ich kann mich immer nur an die Piper erinnern. So als Spike-Star Comedy stimmt der Ball. Also, ich mach's anders. Ich geh, ich tendiere eher zu Naya Jax. Ja. Wirklich? No. Ja. Warum? Weil. Ich hab da so ein Gefühl. Weibliche Intuition. Nein, das könnte man jetzt sogar auch noch falsch verstehen, aber das hat gar nichts damit zu tun. Das ist die Cousine von Brian und der steht gerade hinter dir und gibt dir einen Rock Bottom. Ja, genau, so in der Art. Ja. Oder sie setzt sich einfach auf die Glauben. Vorbei mit dir. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr nicht für Naya tippt, dann seid ihr platt, ja. So wie wenn sie auf euch drauf fällt. Ja, jetzt kommt mir Naya Jax, nein, Mann. Ich möchte nochmal betonen, dass Naya so wirklich so eines der größten Opfer von schlechten Booking geworden ist in den letzten Jahren. Ja. Jungs. Weil die Frau ist großartig. Ja. Aber jetzt mal kurz wieder zurück zu Alexa. Ich meine, aber wir sind uns schon einig, dass Alexa bis einer der besten Heels ist, den wir momentan haben. Ja, die sieht auch so aus, als wäre die schon als Heel geboren worden, schon bevor sie in die WWE gekommen ist. Ohne das Scheiß. Das einzige Gimmick in der WWE zurzeit, das funktioniert. Ja, weil ich könnte mir gar nicht vorstellen. Ich könnte mir die gar nicht als Face vorstellen. Das wäre für mich so fake. Ja, Mann, nee, das ist ein geborener Heel. Ja. Ja. Das ist ein bisschen wie Edge in SmackDown. Ja. Wie Edge in 2008, 2009. So Edge zu Money in the Bank Zeiten mit Lita, wisst ihr so? Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Einfach der eine Heel, der jetzt da ist, um einfach alle zu bumsen. So. Ja. Das ist, ja, sie zieht durch, es ist, sie liefert und leider wird Naya wieder ganz schlimm aussehen. Ich glaube nicht mal, dass ein gutes Männer liefern kann. Weil es auch noch ein beschissener Bock sein wird. Ja, wahrscheinlich, ja, das befürchte ich nämlich auch. Das wird, glaube ich, genau das Gegenteil von dem SmackDown Women's Match. Ja, gut, ich würde sagen. Was zu sagen zu dem Match? Ich würde sagen, wir machen weiter, bevor wir da jetzt wieder zu lang drin sind. Und. Schon. Ja. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt so, zuerst die Nicht-Titel-Matches, weil da gibt's zwei und der Rest ist alles nur noch Titel. Können wir machen, ja. Ablauf. Hm? Wir müssen Big Match John noch irgendwo unterbringen, der dieses Jahr keinen Match hat. Oh, warte mal, wir haben noch...
Wir haben noch eine Sache jetzt gar nicht angesprochen. Was? Daniel Bryan? Oder was? Nee, das steht auch in der Liste. Ah, okay. Ich wollte eigentlich noch drauf raus, casht Carmella oder nicht? Stimmt, scheiße. Sie versucht. Sie crasht, aber nicht bei SmackDown. Glaubst du? Sie crasht, sie probiert gegen Alexa zu crashen. Ist es da brandübergreifend? Weil da bin ich mir gerade nicht sicher. Oh, stimmt, scheiße. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, selbst wenn sie in dem anderen Match cashen würde, ich sehe am ehesten kommen, dass sie, egal in welchem Match, reinrennt, auf die Fresse kriegt und dann war's. Ja, genauso Lane, wie sie durch Ellsworth Koffer gekriegt hat, verliert sie. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber dann gebe ich einen Fick auf Money in the Bank, weil sowohl bei den Männern als auch bei den Ladies passiert dann nichts mit den Koffern. Ja, gell? Nichts. Stimmt schon, ja. Ich bin, also Carmella, ja, aber Fazi hat recht, weil Carmella ist auch so jemand, den haben sie, die ist wieder fallen gelassen worden und so. Hm. Leider. Wartet mal, wer war auch in NXT großartig. Welches Match würdet ihr eincashen? Ja, gegen Charlotte und Asuka. Hä? Charlotte Asuka denn? Die ist bei Ja. Gegen die zwei. Bei den anderen zwei hätte ich mir noch was denken können, aber Charlotte und Asuka, nee. Ja, aber vielleicht gerade bei Scarlett Asuka, weil. Ja, stimmt auch wieder. Gerade da, weil beide sind sehr submission-lastig. Hm. Also Charlotte und Asuka, sie, wenn sich beide dermaßen verletzen, dann kann mir so eine Konstellation kriegen, wie beim ersten Roman-Manager. Wo dann halt auch Seth kam und gecrashed hat, ne? Ja, ja. Ja gut, das wäre auch denkbar. Also, ich möchte, das ist eine gute Frage, Carmella. Wirklich eine gute Frage, manchmal. Weil, man darf ja auch nicht vergessen, wenn sie jetzt bei Mania es nicht machen würde, glaube ich, mit der Erste, die nichts mit dem Koffer gemacht hat. Ja. Ja, sie muss. Okay, stopp, genau, ich hab die Prinz vergessen, stimmt. Nein, sie muss cashen. So, sie casht und ja, da geht's ja gar nicht anders. Aber das Stadion wird sie aus der Halle ziehen. Ja, aber ich glaube, es wird, meiner Meinung nach, wird so sein, dass Asuka sozusagen am Gewinn ist, es aber kein. Ja doch, er sogar schon so, dass es einen klaren Sieger gibt, dass man sagt, ja, okay, sie hat ihren Streak nicht verloren, dann casht aber Carmella ein und dadurch verliert sie dann doch den Streak. Wow. Weil das wäre richtig Abfuck, das wäre so richtig Vince-Mania-Style. Ja, genau so macht das, ja. Ich sehe es irgendwie schon vor mir. Und das ist der Moment, wo ich alles durchs Haus schmeißen werde. Ja. Also, ich meine, wenn sie so Askas Serie beenden würden, dann könnt ihr euch aber vorstellen, was das an Heat und Hass ziehen wird von den Fans. Ja, aber das ist normal. Darauf gewinnt, glaube ich, ein Fick. Ja. Bestimmt auch wieder. Kommt ihr nicht. Ey Mann, wir sind zu gut in dieser Scheiße, Alter. Der Typ hat Taker mittlerweile dreimal bei Mania verlieren lassen. Ja. Mann, kommt gar nichts mehr. Ich schwöre, ja. Hauptsache Roman wieder im Main Event. Oh. Alter, leck mich. Oh, fuck.
Fuck Roman Reigns jetzt mal. Nein, Mann. Ah, oh Gott, das gibt eine böse Diskussion nachher. Oh mein Gott. Nein, ich hasse es einfach. Ich hasse nicht ihn, nein, ich hasse Gott, es. Nicht, ja. Nicht springen, Bruder. Nicht okay, springen. Okay. Lasst uns beim Fahrplan bleiben. Okay, dann sag ich jetzt, was heißt. Nicht. Okay, ich sag jetzt an, was als nächstes kommt. Ich mach zuerst die nicht. Non-Title, ja. Ja, also. Daniel Bryan und Shane McMahon versus Kevin Owens und Sami Zayn. If Owens and Zayn win, they will be rehired to SmackDown. Klingt für mich logisch. Ja. Also zuallererst mal wissen wir sowieso, dass ob die jetzt verlieren oder nicht, wenn jemand aufgrund eines Matches mal die WWE oder die Sendung verlassen muss, spätestens nach einer Woche war dieser Mensch wieder da. Selbst ja. In der anderen Show. Ja, eben. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es ja auch ein Weg, die zwei zu Raw zu treffen. Ja, eben. Das denke ich, ja. Nee, ich denke eher die gewinnen. Und dann nach Mania kommen sie dann zu SmackDown und pushen sich halt vor den GMs vor wegen, ja, und wisst ihr, was ich meine, so dass das ihr Gimmick nochmal extra pusht einfach. Und dann kriegen sie einen neuen Feud, wo die Leute dann wollen, dass die zwei dann aber auf die Fresse bekommen von zwei Wrestlern, so, keine Ahnung, Gable und Dings, Gable und Benjamin. Benjamin von mir aus. Oh mein Gott. Nein. Keine egal. Ahnung. Das war einfach nur random Pick. Ja, wo fange ich an? Oder willst du das quasi? Ja, ich lass dir mal den Vortritt, sag ruhig. Ich will jetzt wirklich nicht die Stimmung noch weiter drücken, ne? So, aber. Ich könnte nicht weniger Bock auf diese Körner von Daniel Bryan haben. Was? Ja, ey, liegt auch null an ihm. Aber warum müssen wir bei diesem Mania fucking Shane McMahon sehen? Ja, okay, kann da hast du auch recht. Kann den Jungen bitte mal jemand kaputt schlagen? Jetzt. Hast du das Match gegen AJ nicht gesehen? Das war groß. Dicker, ja. Dicker, ich hab's nicht gesehen. Shane ist kein schlechter Worker an sich. Ja, aber wir beide wissen genau, wie meine ablaufen müssen. Einer von beiden wird gegen den anderen schon. Cedric und Kevin gewinnen das Ding. Und dann hat er hier Cedric gegen Shane. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Oder sind wir Mike sieht so wie ich. Also, ich muss gestehen, das klingt so eklig. Warte. Aber, Jungs, jetzt mal unter uns Sportsfreunde. Warte ganz kurz, ich war noch nicht fertig. Also, das klingt so eklig, dass es danach klingt, dass es Vince für 120% machen wird, Alter. Bruder, ohne Scheiß, warum Mann. Warum zweifelt niemand daran? Das ist geplant. Ey, darauf wäre ich Bryan, niemals gekommen, niemals. Daniel Bryan könnte in keinen widerlicheren Match zurückkehren. Ja, schon. So, aber... Sorry, jetzt bist du dran. Darf ich jetzt? Aber... Sorry, Bruder. Jetzt kommt schon, Leute. Ich meine, klar, es hätte vielleicht ein besseres Szenario sein können. Aber Bryan ist wieder da. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Bryan ist wieder da. Aber ja, das ist doch traurig, Bryan. Nee, wenn, dann gib ihm auch ein gescheites Match, ganz ehrlich. Right. Warum nicht Bryan? Warum hat man nicht Bryan gegen Cena gebuckt? Ja.
Das war ja das übelkranke Match am SummerSlam, war das, glaube ich. Ich glaube halt, dass sie es erstmal so machen wollen, dass wenn er jetzt wieder In-Ring-Freigabe hat, dass man ihn jetzt erstmal in das Tag-Match gepackt hat, um zu gucken, okay, wie sieht es aus, und ihn dann wieder langsam hochwert. Ich glaube nämlich, dass wenn er jetzt wieder da ist, dass da richtig krasse Traummatches danach rauskommen. Überlegt euch mal, was das für Potenzial ansteckt. Ja, Daniel gegen Nakamura, gegen Styles. Lauter so Geschichten könnten wir kriegen. Ja, das kann schon passieren. Oh mein Gott. Aber, wenn wir es wirklich damit zu tun haben, dass sie ihn langsam wieder reinhauen wollen, also wenn es wirklich der Fall wäre, dann wäre es mindestens die Episode nach Mania und nicht Mania direkt. Das, das kann da nicht. Doch, Mike. Das kaufe ich den nicht ab. Das kaufe ich den nicht ab. Doch. Die können sich das nicht leisten, ihn bei Mania noch sidelinen zu lassen. Ja. Die WWE muss mittlerweile jeden Prozentteil mitnehmen, den sie kriegt. Ja schon, aber was ich damit sagen will ist, und wenn Daniel... Brian halt bei Mania. Ja, aber wenn Brian schon in Mania ist und es nicht nur normales Mania ist für ihn, sondern das, wo er wieder neu einsteigt, dann würden sie ja absichtlich drauf hypen, dass das Match an sich was Krasses wird. Ja, das wollen sie ja auch. Ja, aber ihn jetzt, egal mit wem, ihn auch dann wenn es nicht in ein Tag-Team zu packen, das ergibt für mich keinen Sinn, weil ihr, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, aber WWE, in der WWE mit Daniel Bryan und Tag-Team, das hat nicht wirklich so gut funktioniert. Hashtag Hug It Out. Ja, aber gerade das hat ja eigentlich funktioniert. Das, ich wollte gerade sagen, Team Hell No war doch hervorragend. Nein, ich meine, das... Ja, aber das hat doch Bryans Karriere erst auf das Level gebracht. So, größtenteils schon. Würde ich schon sagen, also da gebe ich ihm Kai recht. Aus der Team Hell No Geschichte hat sich ja eigentlich erst nach das Yes Movement entwickelt. Ja, aber wollt ihr jetzt ein Tag Team sehen zwischen Daniel Bryan und Shane McMahon für Digga, das wird nicht passieren, weil Shane gegen ihn turnt oder er gegen Shane. Aber das ergibt für mich keinen Sinn, weil die beide sind so gesehen GMs. Obwohl sie es nicht wollen, würden sie sich dann trotzdem vertragen, weil es best for business ist und so Bullshit. Also nein, so Mann, sehe ich das. Weil das die Storyline wird, dass Daniel Bryan kein GM mehr sein will, sondern returned. Ja, okay, ja. Da ergibt es Sinn, ja. Weil das genau der Punkt ist. Shane will best for business machen. Daniel will zurück in den Ring und tritt ihn deswegen. Ja, aber dann können wir auch nicht sagen, dass das jetzt so ein Match ist, um zu beobachten, wie sich Bryan macht, weil dann wäre das ja eigentlich wirklich schon der erste Schritt, dass Bryan wieder on top sein soll. Also wirklich direkt von 0 auf 100 hoch. Nee, weil wenn er bei SmackDown bleibt, ist er da bequem aufgehoben, dass er sich ruhig entwickeln kann. Ja. Gerade bei SmackDown kann er sich da wohlfühlen. Weil er Randy hat, weil er AJ hat und weil er Shinsuke hat. Bei Raw würde ich dir zustimmen, aber bei SmackDown sieht die Lage eigentlich besser aus in meiner Meinung. Ich weiß nicht, für mich passt, stimmt da die Chemie nicht so ganz. Ja, warten wir es ab so. Wollen wir noch ein Wort zu Sami Zayn und Owens verlieren? Ja, müssen wir. Ist nämlich auch eigentlich eine coole Geschichte so. Ja. Dass Owens es eigentlich immer schafft, coole Stables zu haben. Egal mit wem sie bezogen ist. Ja. Das stimmt auf alle Fälle, ja. Ob mit Jericho, was in 10 Jahren noch legendär sein wird. Ja. Einfach dieses ganze Festival of Friendship-Ding. Ja. Das ist großartig.
so der Moment, als er Chris die Liste gibt und er guckt sie an und da steht K.O. drauf und dann hat die Team da aus der Hölle entkommen. Ja. Ob das, und generell auch, ne, auch die Sache mit Vince. Ja. Die ganze Sache überhaupt einleitet. Die wir jetzt haben, ne, das resultiert ja immer noch daraus, dass er den Headbutt und den Frontplay verpasst hat. Das ist immer noch die Folge davon. Und auch der Durchschnitt mit Lemmy ist krass. Also, Zack ist nicht Hegel, aber Daniel Ryan Also gut, ich meine, Sammy und Kevin sind halt als Heel-Team auch richtig ekelhaft. Ja. Endlich, das ist ja auch das, was wir bei Alexa gesagt haben, ne? Ja. Es gibt keine Heels mehr, es gibt drei Heels in der WWE. Es sind Alexa Bliss, Kevin Owens und Sami Zayn. Naja. Und das ist echt zu wenig, ja. Ja, aber wer ist denn noch Heel? Ja. Naja, Drax. Data Bro. Ja, ist die Rivianze wirklich der Flug? Das Käsebrot-Heel. Ach, nee, stopp, einen habe ich wirklich vergessen. Elias. Der Junge ist gut. Aber das Problem bei Elias ist, klar ist der technisch gesehen die Leute Lüde, aber glaubt den viel zu sehr. Ja. Ich liebe ihn auch. Das, also allein deswegen geht für mich das Gimmick schon mal gar nicht null. Aber das Gimmick ist großartig. Ja, aber genau aus dem Grund, das geht für mich Gimmick, null. Gerade du als alter Cena-Fan, du müsstest das Gimmick lieben. Oh, das Mann. Ist genau dasselbe Gimmick. Es ist genau das alte, der aus der Dynamik-Gimmick, nur dass der Typ an der Gitarre hat. Digga, wenn ich den da mit seiner, weiß ich nicht wie viel Kindergartengitarre sehe im Ring da, ja, wo er dann alle meine Entchen vorspielen will, aber vergessen hat, wie das Lied geht und dann die Crowd für ihn mitsingt, damit er sich wieder dran erinnert, wie das eigentlich geht, ja, dann fühle ich mich so, also damals, als das The Rock noch gemacht hat, da sah das ein bisschen anders aus. Also, wenn ich jetzt mal als der Gitarrist unter uns dreien hier ein fachmännisches Urteil abgeben darf, ja. wenn du jetzt so das gitarristische Skill-Level von The Rock anguckst, ja? Ja. Das gitarristische Skill-Level von Elias, ja. Dann ist es so, wie wenn du jetzt muss ich nur einen guten Vergleich finden. Ja, das stimmt. Also das ist wie wenn du einen Traktor mit einem Ferrari vergleichst. Also und okay. Das ist der Bulldog. Also und ich meine jetzt Elias ist denn der Ferrari, nur um das klarzustellen. Ja, aber genau das ist ja mein Problem. Das ist ja mein Problem. Bei dieser Gimmick ist es komischerweise scheißegal, wie seine Gitarrenskills sind. Weil das ist das letztwichtigste von allen. Sag mal, wo waren wir eigentlich ursprünglich jetzt? Bei Daniel Bryan und Shane McMahon versus Kevin Owens und Sami Zayn. Ja, gewinn Owens und Zayn. Okay, weiter geht's. Nein, hey, warte, was sagt ihr? Also, gewinn Bryan und McMahon, weil die wollen den Mania-Moment und die große Return von Daniel. Ey, das klingt auch so eklig, als ob Vince auf jeden Fall machen würde. Ja! Scheiße, Mann, jetzt kann ich mich nicht mehr entscheiden, fuck!
Ich sehe es jetzt schon. Number one trending on Twitter, yes movement oder irgendwie so. Nein, genau. Genau. Oh, nee. Nein, der Hashtag ist, das ist so ein Klick, dass ich mir vorstellen kann, wenn es mitzumachen. Das ist einfach jetzt das Motto des Podcasts, glaube ich. Ja, genau. Lieber Vince, wenn du uns hörst, wir wissen, was du vorhast. Ja, ja schon. Du Palaster, Idiot. Vince McMahon. Also, ich wollte es vorher schon sagen. Shoutout an unseren Freund Ross. Ja, Mann. Barbecue und so. Auf jeden Fall. Der andere Idiot. Auf jeden Fall. WTF. GF. <G-F-Ball. lacht> Okay, weiter im Text. Also, ich bin für Daniel Bryan und Kevin Owens. Ganz einfach. An die Option habe ich noch gar nicht gedacht. Tja, shit happens. Surprise, motherfucker. Dieses Turtle ist ein verdammtes Genie. Hey, das klingt jetzt auch so genial, als ob Vince wirklich durchziehen könnte, okay? Also daher. Nein. Nee, das wäre schon fast Triple H Level. Auf jeden Fall. Das nächste Match. Passi, also nee, du hast ja, du wolltest ja den ekligen Moment, ne? Ja. Ja. Okay. Ja. Kann ich weitermachen? Ja, bitte. Auf jeden. Okay, also. Also, wir knacken übrigens die 1-Stunden-Marke gerade. Ja, das ist scheißegal. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen. Ja. Wunderbar. Man nimmt den Dach runter so nebenbei. Okay. So. Kurt Angle und Ronda Rousey versus Triple H und Stephanie McMahon. Ach Junge, warum? Jetzt muss ich mich doch schon wieder aufregen. Hä? Ja. Oh, Junge, so, du hättest das nicht länger machen können als Mixtag-Team-Dog. Ich schwör, gell? Obwohl, ich wäre hype, wenn das zwei getrennte Matches wären. Dann wäre das kranker Hype. Ja! Dann wäre das kranker Hype. Warum ist das ein Match? Das ist echt wahr. Das hätten zwei gute Einzelmatches werden können. Das wären legendäre Einzelmatches gewesen. Na gut, legendär nicht. Ja, also Triple H gegen Kurt Angle reicht. Ja, okay. Aber nimmst du den Classic, traue ich Steph halt jetzt allein auch nicht zu, ne? Ja. Ja. Warum glaubst du, dass Triple H ihr Tag Team Partner ist? Damit das Match wenigstens auf der Seite auch mal gut aussieht, oder nicht? Naja, ja, also, aber bis jetzt hat man von Ronda Rousey jetzt halt auch nur gesehen, wie sie Triple H und Spinebuster vergibt. Ja. Also ganz ehrlich, ja. Ich bin noch nicht durch. Triple H und Spinebuster vergibt, Dana Brooke lustig durch den Ring wirft und von Steph und Spinebuster kassiert. Ja. Mehr habe ich von der Frau noch nicht gesehen, du. Also, Also, so wie ich das sehe, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die zwei Weibers mal im Ring sind und die Männer sich nicht einmischen, ja, dann wird Stephanie so niedergemetzelt, wie es das erste Mal seit langem zwischen Brock und Cena war. Komm. Also nee. Ich glaube, dass das, Ronda das schon ziemlich durch den Ring schmeißen wird, das auf jeden Fall. Aber ich meine, du kannst ja jetzt nicht hingehen und Ronda völlig von der Kette lassen gegen Steph. Ja, wobei. Ja, aber genau deswegen sind ja Triple H und Dings da und Kurt Angle dabei. Die Bumps, die Steph aber gefressen hat in den letzten Jahren, sind aber immer härter geworden auch.
Also ich glaube, die Frau kann schon einstecken. So ja. Die verknust es schon. Und sie scheint auch Bock drauf zu haben. Oho, oho. Ja, was? Ich erinnere nur mal an das Match gegen letztes Jahr gegen Zack. Ja. War das dicke Bar? Das stimmt in der Tat. Das war eigentlich wieder der Dampfier, der Mond. Ja. Aber bei dem Match war ja gar nicht in die Richtung. Ja. Ich glaube halt, dass es darauf hinauslaufen wird, dass der Großteil des Matches gemacht wird von Kurt und Triple H. Ja. Und sie wollen halt auf jeden Fall den Moment haben, wo Ronda Steph im Armlock hat. Weil ich meine, das wurde ja schon 31 angeteasert. Denkst du an? Yeah. Wir hatten den Moment mit D-Rock und ihr. Ja. Alter, war das geil. Das war großartig. Langsam denke ich daran, dass es auch ein Match werden könnte, wo es kein eindeutiges Ergebnis gibt, damit beide Seiten irgendwie nicht verlieren. Dann am Ende Ronda Rousey gefeiert wird, von wegen erstes bestandenes WrestleMania, aber das nicht so das... Guter Einwand. Weißt du, was ich meine? Hunter müsste mal wieder was gewinnen, das stimmt schon. Ja. Irgendwie... Weil da hat er die letzten 5 Jahre, Sting hat er besiegt. Ja. Aber wie lange ist der schon her? Pff, keine Ahnung. Das Match gegen Sting? 3 Jahre oder 4 Jahre? Ja, das war auch bei Mania 31, ne? Ja, stimmt, ja. Okay, dann sind es jetzt 3 Jahre, oder? Ja. Wenn er das Match verliert, hat er straight. Ja. 3 Mal verloren. Ja. Nee, mehr. 4-mal. Nee, 3-mal. Ah, jetzt ist... Wir haben mittlerweile 11:30, also... Das heißt, die Mann... Ja. Aber wartet mal. Unabhängig vom Match-Ausgang, wie steht ihr überhaupt zu Ronda an sich? Also ich muss sagen... Ich finde sie schon irgendwie cool. Ich habe mir auch Stuff von der gegeben, was sie auch UFC-mäßig schon so gemacht hat, so ein bisschen, nur um zu gucken, wer sie ist, weil wo sie schon bei 31 dabei war, ich wusste zwar nicht wann, aber ich war mir auf jeden Fall klar, dass die nochmal richtig in der WWE was machen wird, so deswegen. Ach, ganz ehrlich, du warst doch nur neugierig, weil sie ein Vegeta-T-Shirt anhatte. Ja. Das habe ich komplett vergessen. Aber allein aus dem Grund sage ich, okay, sie gewinnt. Allein deshalb mache ich der Frau einen Antrag. So, ja. So. Sorry, Schatz, wenn du das hörst. So. Du wolltest kein Vegeta-T-Shirt anziehen. Nee, aber ich glaube, wenn Ronda richtig trainiert, das könnte auch ein krasser Heal werden, weil ich finde... Alter! Ey, da hast du jetzt eine Bombe fallen lassen. Da ist ja, check's mal, wie es geht, Mann. Ja, Mann. Weil, gut, sie hatte jetzt bisher noch nicht viel Zeit am Mikro, aber ich finde, sie hätte das Charisma dazu. Das könnte halt der Knackpunkt werden, ne? Nee, so wie ich mitbekommen habe, trainiert sie sogar gerade Mike Skills. Aha. Mike Skills, willst du dir deine Nummer klauen? Ja. Trainiert du das am sogenannten Blut-Joystick? Weil die kommt dann zu mir und die sagt dann so, ja, ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Und ich so, ja. Aber bei der nächsten Telefonkonferenz will ich aber auch dabei sein. Mach doch nicht diese mit dir, Mann. Rudi, du weißt. Ronda. Leute, ich komme in dieses Café. Okay, können wir weitermachen, bevor wir... Isha auf Rondas Nacken. Literally. Also. Oh mein Gott. Okay, weiter. Das nächste Match. Das meiner Meinung nach... ich sag's jetzt einfach. Ich weiß nicht mal, wie man den Namen ausspricht.
Dann lass es doch Pantheon sprechen, dann fangen wir damit an. Mustafa Ali und wie heißt der andere? Fabi? Patrick Alexander? Ja, genau. Der Cruiserweight Championship. Wow. Bombe. Bombe. Warum sagst Mint einer, oder? Ja, schon. Warum kommt nicht sowas in die Pre-Show? Ganz ehrlich, tu verbleib es und nicht tot sein, Neville vergiss. Neville war der einzige. Es tut mir leid, weil in der Division gute Leute sind, eigentlich. Aber es ist halt das Problem, wie er dann auch damals von Fußball-Weltseite in den Main-Shows war. So, es hat einfach null Relevanz in der WWE. So, und das ist halt das, was bei TNA immer geil geklappt hat. Ja. Dass die X-Division, das waren immer die krassesten. Das war AJ, das war sogar Samoa Joe, weil der X-Division, da war eigentlich jeder Tag, der neu war. Ja. Sogar Samoa Joe war X-Division schon gewesen. Da waren Menschen dabei. Ja, ich finde, um jetzt wieder hier einen Klugscheißen zu wollen und ein bisschen New Japan wieder in den Ring zu werfen. Weil New Japan hat ja die Junior Heavyweights, was ja denen ihre Cruiserweights sind. Und wenn du so Leute richtig einsetzt und denen scheitern Matches wünscht und vor allem die auch auf der Karte so gescheit platziert, dann könnte das interessanter Match sein. Aber das Problem war einfach, finde ich, die hätten 205 Live nicht separat wollen. Ja. Cruiserweights hätten ein Teil der normalen Main-Shows bleiben sollen. Ja. Weil das guckt sich doch keiner wirklich an. Ich habe schon so oft gehört, dass 205 Live wird ja meistens nach SmackDown noch aufgezeichnet. Ja. Die Leute verlassen die Halle, sobald die Aufzeichnung für 205 Live beginnt. Da bleibt kein Mensch. Das juckt keinen. Das tut weh. Ja, das ist auch für die Jungs scheiße. Also, das ist auch mörderisch demotivierend. So. Also, ich verstehe es schon, wenn die ihre eigene Show haben sollen, damit die ihren eigenen Hype kriegen. Ja, die Idee ist aber sehr gut. Die Umsetzung ist der größte Bullshit. Du bräuchtest halt noch Leute, die. Guck mal, du hast einen Austin Harris verloren, der gesehen hat, in welche Richtung es geht, weil er Handel vergrault und abgehauen ist. Und wenn du die zwei. Allein die zwei würden wahrscheinlich reichen, damit es besser aussieht. Ja, auf jeden Fall. Weil Austin Harris, ihr habt den beide nie gescheit wrestling sehen. Und das ist das Traurige. Die WWE. Der Junge ist noch nicht krank. Eigentlich. So. Ja, er war schon krass. Nee, weil das Ding ist, ich... Alter, TNA, also früher, Austin Harris in TNA, King. Dings, ich hätte es aufgebaut wie die alten Matches damals noch so zu so 2002er Zeiten und das hätte meiner Meinung nach sogar funktioniert, dass man einfach mal zwischen den Storylines und den Story Matches einfach mal so kleine Cruiserweight Matches ohne großes Geschwafel einfach mal reinmacht. Haben sie doch am Anfang gemacht. So, und das hat auch nicht funktioniert. Ja, aber meiner Meinung nach wäre das konstanter gewesen als das, was jetzt läuft. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Weil dann wäre auch jeder damit zufrieden, dass es Teil der Show ist. Das Problem war, die Cruiserweights nicht als vollwertige Roster-Mitglieder zu behandeln. Ja. So. Ja. Das war Bullshit. Und darum kriegen die auch wenig wieder, weil es den Bullshit nicht gibt. Und ich kann das sehen, Alter. Jemand wie Ray hat das nicht mehr nötig in seinem Alter. Das ist alles mit dem Stand-End. Ja. So. Keine Ahnung, wer da gewinnt. Können wir weitermachen? Ja. Ja.
Und zwar United States Championship Randy Orton. Sorry. Und Jinder Mahal und Rusev. Fatal 4-Way. Ja, du. Free for all. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wenn Lana nicht die Battle Royale gewinnt, dann muss Rusev wenigstens die US gewinnen, weil es ist ja Rusev. Ja, das stimmt. Nein. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Vince, bei Vince werden beide nicht mehr gepusht. Mark my words. Die sehen beide kein Land mehr. Weder er noch sie. So. Wenn wir Glück haben, dann ich hoffe, ja. So. Und wir werden. Und ich wäre nicht glücklich, wenn Randy einfach so gewinnt. Ja, das stimmt auch. So. Orden als Face. Gott gib mir den Keller auf den Sack. So. Randy muss viel sein. Punkt. Ja. Randy Orton ist ein Heel. Ein geborener Bild zum Tod. Ja. Genauso wie ich mich mittlerweile damit abgefunden habe, dass Cena ein Face ist. Aber dann lass Randy bitte einfach. So. Ja. Ich glaube aber, weil bei Randy so die Gerüchte umgehen, dass er auch so auf Part-Time ist. Entweder wird es ein Manager oder wird es bei der Menge. Oder er übergibt an uns. Das könnte ich mir eher vorstellen. Ja. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn es so wäre. Ja, aber ich glaube halt nicht, weil er den halt gerade gewonnen hat. Ja, toll. Denk mal an Christian. Wow. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich Randy das gefallen lassen würde. Also das kann er mit Christian machen, aber nicht mit Randy Orton. Ja, ich fand das damals mit Christian schon hart. Wenn das passiert, geht Randy backstage und gewinnt den AKO. Wahrscheinlich. For real. Das wäre auch eine krasse Storyline, aber. Hatten wir nur schon mal. Ja, ja. Schon mehrmals. So. Aber. Aber ja, wisst ihr was? Wisst ihr, was mein Problem mit Randy in letzter Zeit ist? Ja. Es ist für mich oft so. Der hat dann Feuer verloren und ist ja langweilig. Und vor allem, ich finde, er kriegt oftmals einfach nur so Sachen hingeworfen, ohne richtigen Hintergrund, wie der Rumble-Sieg. Das Tag-Team mit Shinsuke, kompletter Bullshit für beide. Shinsuke hätte vor Monaten schon auf den Punkt gesagt, wenn er Ja, also Bobby Roode sagen wir, oder? Ja. Okay. Yo. Ja, Bobby oder halt Randy und aber alles andere wäre eine Katastrophe. Russo wäre halt lustig, aber nee. Ja. Okay. Ja, komm, ich meine ein Glorious US Champ, das hätte ja, das wird auch zum Mania-Team passen. Ich freue mich auf den Entrance im Übrigen. Bobby Roots Entrance von Mania mit Zucker, Leute. Ich denke schon. Ja. Das wird sexy. Ich will im ganzen Stadion schreien hören. Das ist geil, Alter. Ich krieg die Kritze im Gesicht und höre das. Ja, sollen wir da weitermachen? Ja, yep. Voll. Also, Intercontinental Championship. Oh. The Miz versus Rollins versus Baylor. Der frisch gebackene Papa Mike Mizanin. Yo. Gratulation nochmal an Miz und Maryse. Auf jeden. Ja, aber klar. Aber trotzdem sage ich Baylor Club voll alt. Ja. So, auf jeden. Ja. Viel, so, und die prognostiziere.
Die zieht es was? Die zieht es jetzt durch. Anderson und Gallows waren Witz und Sertoto Ficken und bin die Rechnung. Und dann haben wir den Ballet Club, Mann. Und dann geht's rund. Das wird krank. Ja. Ich glaube, dass schon allein um New Japan diese Frechheiten anzusagen, die die Young Bucks da veranstaltet haben vor ja. ein paar Monaten. Ich glaube nicht, dass das hat. Ich glaube nicht, dass das hat er vergessen hat und auf sich sitzen lassen. So, ich glaube, das bringt mich jetzt auseinander. Weil ich glaube, dass das die Chancen für Finn gar nicht so schlecht stehen, weil Mai, also Miss, hatte ja jetzt ein Intercontinental so eine ganze Zeit. Ja, also das wäre halt für mich auch so. Ich würde auch Miss sagen, aber leider nur, weil ich halt die Krampe nicht wahr wäre. So, ne? Ja. Der 500. Intercontinental. Ich meine, ey, das wäre cool für ihn. Der wäre, glaube ich, langsam auch Rekordhalter, oder? Also, ja. Ich denke schon, ja. Wie oft hat er das Ding dann gewonnen? 9-mal? 10-mal bald? Ja. Kann hinkommen, ja. Also, dass der Junge noch mal so eine Karriere hinterlegt, ist dann halt auch krank. Ja, das ist schon krank. Aber wir haben den jahrelang alle ausgelacht. Ja. Ja. Ich meine, ich irgendwann nicht mehr, da hat hier noch weiter gelacht, aber ich habe halt schon gefangen. Ja, aber gut, spätestens seit den letzten zwei, drei Jahren muss man Messer wirklich lassen, dass er wahnsinnig gemacht hat, und er als Intercontinental-Champion immer krass gewesen. Mega, mega. Ja. Aber trotzdem, Too Sweet, Bella Club for Life. Alter, das wäre... Ja, aber es passiert nicht so, aber ich danke dir einfach, weil ich bin. Ich auch. Ich will mal wieder. Meine Frage, die sich mir noch stellt, ist aber: Glaubt ihr, es wird der Demon King Finn Balor sein, den wir nehmen? Nein, leider nicht, nein. Obwohl ich glaube, das passt sogar so besser zum Match, wenn es nicht der Demon King ist. Eben. Wenn es der Demon King wäre, würde er gewinnen, aber dann würde er face bleiben. Ja. Stimmt, ja. Nee, das passt einfach nicht ins Match. Erstens, ja Mania, okay, aber Triple Threat, nee. Und dieses Demon ist halt komplett rausgefallen über die letzten Monate. Ja. Die lassen es an den Tisch fallen, komplett. Ja gut, wenn ich gerade so drüber nachdenke, nee, ich denk's auch nicht. Aber was ist mit bitte für ein schwules Ringetag? Was ist mit deiner Schatzmose passiert? Ja. Magst du das Blau momentan nicht? Nein, Mann! Das sieht aus wie ein Schluck. Nee, ich muss sagen, ich fand's in Schwarz auch viel cooler, auf jeden Fall. Gut. Ja. Okay. Über Farbe. Vielleicht wird's ja eine ganz andere Farbe, weil Mania ist. Über Farbe können wir dann. Über Farbe können wir dann übermorgen diskutieren. Okay. Schwarz, Alter. Ja, Mann. Black and yellow, black and yellow. Nee, ohne yellow. Ja, so. Black and yellow, ohne yellow, okay. Ich möchte nur kurz noch einwerfen, weil wir jetzt über einen Kerl gar nicht geredet haben, mit Seth. Ja. Ist ein bisschen Opfer geworden von Deans Verletzung, ne? Ja. Ja. Ah, der Junge tut mir leid zur Zeit, ey. Es ist eklig, ey. Ja. Was da ist schon der Abschluss, was er jetzt mitmacht. Nur natürlich in der Kontinentenspektakel, aber da. Wenn er nicht aus, dann sind er auch Jo. Ja, Mann. Ich wollte nur, dass er hinten runterfällt. Okay. SmackDown Tag Team Championship. Usos. Wow. New Day. And the Bludgeon Brothers. Bludgeon Brothers. Harper und Rowan.
Ist mir wurscht. Mir ehrlich gesagt. Also würde ich jetzt nicht auf Storyline und weiß jetzt nicht was alles achten, würde ich sagen, es wäre einfach das Gescheiteste, jetzt einfach mal wieder den Usos den Vortritt zu lassen und fertig. Die Usos sind Champions. Ja, aber trotzdem jetzt da nicht die irgendwie. Sind seit einem Jahr Champs, glaube ich. Ja, eben. Keine Faxen machen, einfach durchziehen jetzt erstmal, bis wieder was Gescheiteres auftaucht. Die Super Usos. Ja. Ja, aber die sind auch geil, Alter. Die mit diesen Gimmickwechsel hatten gefallen mir an. Ja, mir auch. So, dieses blöde Rumgehampel ist weg. So, die sind. So. Ja. So. Ja, jede Show wird ja, die Entrances kann man mittlerweile alle ohne die Superstars machen. Also, so ist es nicht. Ja, ist so. Ja. Warum glaubt ihr, dass in den letzten Monaten. Ja, aber warum glaubt ihr, dass in den letzten Monaten Dolph Ziggler alle Entrances gedisst hat? Weil sie das sich war klar waren. Ja, Bruder, in den letzten Monaten. Ja, von mir aus, ja, aber. Zeig mal aus der Zeitmaschine, Mann. Nein, aber weißt du, das hatte auch irgendwo seinen Sinn. Nee, das hatte keinen Sinn. Die wissen also nicht, was sie mit Dorf machen. Also das ist ein anderes Thema. Das also stimmt. Wir müssten eigentlich wirklich ein regelmäßiges Ding daraus machen. So, wir haben so viel Schiff. Also, King, du hast deinen Pick, ich hab meinen Pick und Pace sagt, keiner. Also Pick, ja, Usos halt. Ja. Ja gut, soll ich einen Tipp geben oder soll ich bei Ist mir wurscht bleiben? Wie du willst. Ich würde Sauber und Roman halt auch gönnen, aber ich nehme mal die Usos. Ja. Ja, ich glaube auch. Okay. Ja, was? Jimmy und Jay sollen sie behalten. Oh, okay. Gut. Alright. Dann von SmackDown zu Raw Tag Team Championship. Das ist mir wiederum scheißegal. Cesaro und Sheamus und Braun Strowman und TBD. Ja, was ist das denn bitte? Der Mystery Partner. Pass auf. Wir waren doch dabei, dass es keine Heels mehr gibt. Ja. Was haben die aus Braun Strowman gemacht? Eine Schwuchtel. Keine Ahnung, was der ist. Ich sag's euch, es ist eine Katastrophe, was wir aus den Jungen gemacht haben. So. Ey, ich weiß, wer sein Partner sein wird. Aha, ich hab seinen richtigen Namen. Das wäre zu obvious. Dana Brooke. und die gewinnt das Ding alleine, Alter. Samoa Joe! Nein, ey, jetzt mal kurz ernsthaft. Fuck Joe wäre eine krasse Idee. Und er ist fit. Ich hab eine bessere Idee. Er hat eine Riesenfreigabe. Ich hab eine bessere Idee. Also eigentlich wollte ich sagen Ryback, aber mir ist was besser. Ja, aber genau das wollte ich sagen. Der hätte schon längst eine Frage stellen müssen. Welche? Ja, die Frage, die ein gewisser Lotta und deutscher YouTuber gestellt hat, hat der Name irgendwie gefallen. Ach, du meinst das hier? Hat jemand hier mit dem Frank gesagt? Ja, das hätte erst mal 5 Minuten kommen müssen. Ja, mein Timing ist um die Uhrzeit ein bisschen laggy. Ja, ja. Genau, ja. Ja. James gut. Ellsworth. Oh ja, Ellsworth, auf jeden Fall. Vince McMahon. Warum?
weil er große, schwitzende Typen hat. Ja, ja. Nein, nicht sein! Nicht sein! Ich überleg grad noch, wer da reinpassen könnte. Ich nicht. Dicker, Sister Abigail. Ja, wow. Moment mal. Bray Wyatt wäre tatsächlich eine Option. Ja. Bray, den wir ja zuletzt im See versenkt haben. Aber für Bray habe ich eine andere Option. Okay. Ah, okay, schon verstanden. Für Bray habe ich, also wenn sie Bray retten wollen, habe ich für ihn noch eine Option später haben. Ja. Okay. Ja. Ja, also, gut, was machen wir denn jetzt aus dem Match hier? Ja, pass auf, Strowman. Ja, Braun Strowman. Alleine? Ja. Von mir aus alleine. Komplett. Die Stanley. Im Endeffekt ist es doch egal. Er gewinnt trotzdem alleine. Ganz kurz. Ich zeig dir, wie es abläuft so. Es kommt irgendwie so ein Lappenpartner raus. Santino Marella. Ja, genau sowas. Ja. Ja, so vom Standing her genau sowas. Eugene. Mach ruhig. Dolph Ziggler. Nee. Der Partner kommt, Braun hat keinen Bock drauf, fickt ihn tot und fickt danach, steigen wir uns zusammen. Ja. Weil so retten sie ihn, weil wenn der das Ding nicht gewinnt, dann kannst du den nächsten hinter den Müll schmeißen können. Ja. Ja. Push-technisch. Wenn Braun das nicht gewinnt, dann ist er weg. Okay. Sieht es jemand anders so, oder? Nee, also Braun auf jeden Fall. Ja. Also. Weiter geht's. Mir wäre jetzt auch noch was Witziges eingefallen, aber den Namen habe ich schon wieder vergessen. Nee, also daher. Ja. Der. Wie heißt der nochmal? Der Partner von Finlay damals. Hornswoggle. Ja, Hornswoggle. Und Bro, der macht ihn danach so, wie er mit Cena gemacht hat im Rumble. Aber das Hornswoggle-FU, krank. Der Hurricane. Ja, der Hurricane. Wow. Geil. Das war Rumble, aber schon nice. Alter, yeah. Wenn Hurricane der Partner von Strowman wäre, ich wäre für Hurricane auf jeden Fall. Ja, das würde aber passen. So, Hurricane ist draußen, bummst den Weg und gewinnt danach. Genau das wäre so ein Ding, das ich mir vorstellen könnte. Ja, okay, weiter geht's. Ja, Mann. Nee, wir machen es jetzt andersrum. Wir sagen jetzt AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura, WWE Championship. Boah, das ist also für mich das Main Event. Okay. Für mich auch, aber weil ich weiß, dass wir beim anderen Match viel mehr labern werden, habe ich das jetzt mit Absicht zuerst genommen. Wir werden viel mehr schreien. Ja. Ja, gut. Also, für mich ist eins ganz klar, das ist das Match, was ich am meisten sehen will von der ganzen Karte. Das ist das Match, wegen dem ich den Pay-Per-View sehen will. Weil ich meine, wir brauchen eigentlich gar nicht sagen, dass Nakamura Styles geht um WWE Championship. Was will man mehr? Ja, da ist der Ausgang eigentlich egal, so gesehen. Also von meiner Seite aus, Hauptsache das Match wird einfach nur so lang wie... Ja, okay, zu lang sollte das jetzt auch nicht sein, aber... Doch, die können lang gehen. Guck dir mal das Match. Also, guck dir das als Nachmania an, aber guck dir auf jeden Fall mal das New Japan Match an, das die zwei miteinander hatten. Und das war eine Schlacht. Sie war ekelhaft. Also ekelhaft. In dem Sinne von Bakutara.
Und war einfach nice. Also ich hab's heute geguckt, um mich quasi selber noch auf Mad Mathesis zu hypen. Das ist so krass. Ich sag nur, dass ich gegen Schwarzein das Skin gekriegt. Von hinten in das Skin gekriegt. Das ist so bitter, dass ein A-Train überlebt. Überwärtsch dich danach. Also, das Einzige, was ich will, ist, dass die zwei richtig abliefern und dann wird es eigentlich relativ egal, ob der Titel nachher noch hat, ob ich es gegen die Hauptsache ist gleich. Ich glaube, A-Train gewinnt. Echt? Ich hätte, ja. Wenn, dann hätte ich auf Shinsuke getippt, aber... Nee, das Risiko gehen sie noch nicht ein. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Dafür ist der Hype um ihn noch nicht so groß genug, glaube ich. Hm. Oder sie machen es wie beim Rumble und geben tatsächlich die zwei großen Siege an die Japaner. Dass er Asuka gewinnen lassen und Shinsuke wieder. Ich glaube nicht mal, dass der Asuka den Titel kriegt. Glaubst du nicht? Ich glaube mittlerweile, dass das in einer das kann auch sein. Ich freue mich vor allem nachher drauf, wenn es da so süße Fanboys gibt, die dann so schöne Fotokollagen machen, wo du ein von Mania hast und eins von Wrestle Kingdom, dann gibt es einen schönen Wallpaper für meinen Computer und dann happy. Ja, auf jeden Fall. Aber auch da wieder, ne? Am meisten freue ich mich auf die Entrances. Shinsuke, ich erwarte von Shinsuke nichts anderes als Kino. Ja. Das könnte richtig, richtig groß werden. Ich hab richtig Bock. Richtig Bock. So. Leute, wir kommen nicht auf, warum. Der Elefant steht im Saal. Ja. Und kackt auf Feuer. Und kackt auf den Boden. Nein, knie dich hin und leg drauf. Ey! Was mir aufgefallen ist, also ich weiß. Mike, wer gewinnt? Mike, stopp. Ja. Von dir haben wir noch nicht gehört, wer am Bewegung schon wird. Also ich kann mich aus dem Grund nicht entscheiden, weil ich sagen würde, vom Push und vom Business-mäßigen her wäre es, glaube ich, klüger, doch Shinsuke gewinnen zu lassen. Damit es auch mal, weil in der Richtung gab es ja nur AJ als Champion, so gesehen. Aber ja. Ich würde jetzt sagen, so das, was bis jetzt halt AJ geliefert hat in der WWE, hätte es auch wirklich verdient, in Mania auch danach noch Champion zu bleiben. Hat er. Auf also jeden Fall. Also, er ist der Einzige, der auf dem Niveau geliefert hat. Ja. In dem kompletten Roster. Und vor allem konstant. Ja, eben, ja. Genau das meine ich, weil es ist schon... Außer Roman. Ja. So, und love it or hate it, Roman ist mit AJ der Einzige in den letzten Monaten, der diese Person geliefert hat. Ja, auf jeden Fall, was Roman, ja. Roman, AJ und Roman, die drei Workhorses auf jeden Fall. Sind. Ja gut, dagegen kann ich nichts sagen. Aber was ich halt sagen wollte, die es verdient hätten, so. Verstehst du? Ja. Wenn es danach geht, wer hat es verdient? Ja, aber was ich halt sagen will ist, selbst, ich meine, Das ist halt dieses Ding, wo ich mich nicht entscheiden kann, weil ich schon sagen muss, es wäre halt schon was wieder so ein neuer Push, wieder was Auffrischendes, wenn die jetzt sich wieder mehr auf Shinsuke konzentrieren, ihn den Titel geben. Aber wie gesagt, wir können nicht mal von Monaten reden, wir müssen von Jahren reden, weil es ist ja schon jetzt über ein Jahr her, dass AJ da ist fast. Länger. Ja, dann sagen wir so, seitdem er da ist, es ist wirklich so, wie Pace gesagt hat, er hat einfach konstant delivered. Und dann würde ich mich auch wirklich für AJ scheiße fühlen, dass nur aus diesem neuer Wind
neue frische Wind-Ding, dass er deswegen sein, sein alles, was er gemacht hat, in Hintergrund gestellt wird. Nein, wird's nicht. Wird's nicht, weil Schinski ihm das Mensch gibt. Weil das nicht so ein Mensch wird. Das wird ein Mensch, im besten Fall, wo der Sieger am Ende egal ist. Ja, das haben wir ja schon von Anfang an gesagt, eigentlich. So, die zwei sind imstande, ein Match zu liefern, das so Undertaker Triple H Ausmaße an und so hin und her geht, dass am Ende nur den Willen das verwendet. Ja, das kenne ich, ja. Das war so ein Fight Forever Ding. Das wird Kickout nach Krankenmove nach Krankenmove. Es ist interessant, dass wir es gerade ansprechen, die Matchlänge. Weil das Einzige, und ich bete zu allen Göttern, dass es nicht so kommt, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass sie ihnen nicht genug Zeit geben. Das wird aber passieren, weil Alter, das wäre ja richtig ekelhaft, Alter. Das könnte halt wirkliches Problem werden, ne? Alter, Pace, warum kommst du immer mit solchen, ja? Alter, mit so Winzerklärungen, Alter? Was geht, Alter? Wirst neue Best of Business Manager, Alter, was geht? Wirklich so. Hast du telefoniert? Vielleicht. Ja, wisst ihr, was ich mir dadurch ja erhoffe, ne? Ich hoffe, dass dadurch, dass ich mir so ein Vince-Mindset erarbeite, dass ich irgendwann mal bei so einem McMahon-Family-Dinner sitze, dass ich endlich mal mit Steph ein nettes Gespräch führen kann. Ja, okay. Ey, pass aber auf, dass Triple H nicht von hinten kommt. Ich wollte gerade sagen, ohne dass du da lang hinkommst, ich kann doch nicht mehr lang gehen. Vergesst den Bullet Club, jetzt ist Milf Hunter Club. Krank. Dann hast du nichts mehr vom Stock im Arsch, dann hab ich Sledgehammer im Arsch. Holy shit, holy shit. Ja, genau. Oh Mann, das wäre sogar Backstage-Möglichkeit, Alter, was geht? Oh mein Gott. Nee, aber wirklich, der Party schafft es wirklich konstant die Schlüssel zu benutzen. Nee, der bringt schon, der bringt schon Realness rein, aber es ist halt dieses Vince-Ding halt, das keiner hören will. Und ich hab, und das Ding ist, bei allem, was er sagt, könnte er halt recht haben. Und wenn der Party auch nur mit der Hälfte von dem Recht hat, dann ist es ein richtig ekliges Mania. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt ist mir nämlich eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Wann war das letzte Mal, dass, bevor Mania an sich stattgefunden hat, wir gesagt haben, Alter, dieses Mania, das wird krank geil. Soll ich dir was sagen? Es war bisher lange in den letzten mehr. Jahre fast immer andersrum. Wir haben immer gesagt, oh, Mania wird scheiße und dann war es nachher eben doch. Aber wenn scheiße ja, eben. Scheiße wird es das ja nicht, da wird es eine so gute Mannschaft auf der Karte. Außer sie machen halt wirklich sowas, wie Pacey gesagt hat. Ja, aber selbst... Nee. Ja. Wir wollen ja nicht aber, den Teufel an die Wand malen. Aber das tut Vince Angel nicht an, der mag den. Aber wisst ihr, was ja das Gute ist? Hm? Dass ein AJ Styles versus Shinsuke Nakamura 15 Minuten Match immer noch besser wäre als eine halbe Stunde Dana Brooke. Ich wusste es. Ich gehe weiter. 15 Minuten Shinsuke und AJ sind besser als 5 Minuten Brock gegen Goldberg. Komm bitte, Alter. Also ich will Brock danach nicht mehr sehen. Am allerliebsten wäre es mir, der läuft in den Superman Punch, frisst ein Bier, Alter, und dann sehe ich den nie mehr. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir doch schon gleich mal bei den Männern. Ja, darauf wäre es jetzt nämlich, ja. Ja, ja dann habe ich schon alles dazu gesagt. Roman hat ihn sich verdient diesmal. Fertig aus. Ja, nee, warte. Soll die ganze Hallibuhl,
soll die alle tun, so ich stehe da und sag, endlich hast du ihn so das ganze Jahr gelitten, Alter, jetzt hol ihn dir. Ja, aber jetzt erklär mal, willst du, dass Roman gewinnt für Roman oder er gegen Brock Lesnar? Beides. 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 Okay. Beides. Weil, habt ihr euch mal angeguckt, was Roman in dem Jahr geleistet hat? Nein. Ja. Nein. Ja, dann darfst du halt leider nicht. Dann solltest du halt nicht rumhängen, weil, in meinen Augen hat er einen krassen Sprung gemacht. Am Mai. Also, das mit dem Diener war halt. Das war so der Moment, wo ich richtig gesehen habe. Geil, Mann. Er reicht zu rum. Hm. Und als der Diener eigentlich geliebt hat, war für mich klar, okay. Jetzt ist das. Das war genau das, was er gebraucht hat. Taker und das Lustige war, Taker konnte ihm das nicht geben. Das Lied gegen Taker hat mehr geschadet. Ja. Das Match hätte lieber gar nicht stattgefunden. Ja. So. Aber das Match gegen Cena hat ihn krass gepusht. Das einzige Problem, was und ich. Die Fans sind auch nicht mehr so hart gegen ihn. Du hast mittlerweile wirklich fast schon so ein Cena-Fan. Hm. Ja, nee, aber jetzt nochmal, um zurück zu dem Match zu kommen, Roman Reigns gegen Cena. Das einzige Problem, was ich hatte mit diesem Match, war, das sah für mich aus, als ob sie es darstellen wollten, als ob es ein Mania-Match gewesen wäre. Eigentlich war es auch eins. Ja, aber genau das war mein Problem, weil ich dachte mir so, wenn ihr ein Pay-Per-View-Match macht, das nicht Mania ist, dann verkauft es auch nicht als Mania-Match. Ich weiß, die hatten ihre Gründe. Bei welchem Pay-Per-View waren das Match? Weißt du noch jemand? War das SummerSlam? Nee, eben nicht. Das war noch vor SummerSlam. Survivor Series? Nee. Könnte sogar sein. Warte mal, ich google das mal kurz, weil das müsste ich bin gerade auch schon dabei. Sein, sonst das. Ja, dann mach du das, dann lass ich das. Ja, auf jeden Fall. No Mercy. No Mercy. Ja, no. Okay, ja gut, dann verstehe. Das ist auf jeden Fall ein Match, das hätte beim SummerSlam oder der Survivor Series. Eben, genau. Wenn es nämlich bei sowas gewesen wäre, dann hätte ich es auch verstanden. Aber das da so rein zu zwingen und dann so darstellen zu lassen, als wäre es das größte Match überhaupt, vor allem von Cena und Roman Reigns an sich gewesen, das fand ich Bullshit-Verkauf. Das hätten sie nicht machen dürfen. Ich hatte da bei es dem. Es war nicht Bullshit. Nicht das Match, aber das, so wie es präsentiert worden ist für den Zeitraum. Aber das Problem ist, du hast nur noch ein paar Time Zimmer, der halt vom Zeitplan her nicht immer erreichbar ist. Ja, nicht immer, aber dann musst du es ja nicht mit Absicht weißt du, was ich meine? Ja doch, weil die Roman retten mussten, sonst hätten sie den Krell feuern können. Ja, aber ich Das war die Folge davon, dass sie ihn 3 Jahre lang beschissen gepusht haben. Ja gut, aber wenn sie ihn schon 3 Jahre beschissen lang behandelt haben, dann hätten sie jetzt 1-2 Monate auch nicht ausgemacht, ganz ehrlich. Ja doch, weil sie ja seit Jahren wissen, dass Brock bei dem ein Jahr spätestens fallen muss. So. Und sie wollen und willen. Ich zeige das mit Absicht. Ich will mit aller Gewalt, dass Roman gewinnt. Ja, so, soll er doch machen, aber ich finde dieses gezwungene Booking
das macht halt ja. das macht halt Matches an sich, weißt du, du kannst dich voll freuen, so das hatte fast schon dieses Level Brock gegen Goldberg damals in Mania damals, wo jeder so, ja, guter Vergleich, ja, wo so jeder übel geil und das geilste Match und das kann gar nicht schlecht werden, diese ja. die größten zwei Tiere überhaupt, und ich glaube Stone Cold war sogar noch Referee, und dann denkt man sich, ja. Alter, welche Sekunde von diesen, weiß ich nicht wie vielen Minuten, kann schlecht sein, und am Ende war es der Crowd scheißegal, weil es einfach nur abgefuckt gebuckt worden ist. Ja, und genau das wollte ich da nicht haben. Ja, aber da hing der Vergleich dann wieder, Brock und Goldberg haben wirklich ein scheiß Match gezeigt, Cena und Roman haben aber ich fand auch diese Nachmache von Brock gegen Cena, wo er dem seine Hand hochhebt und alles so. Ja, warum? Das war gezwungen. Ja, ja. Ja, das ja, genau das ist es. Ja, genau, ja. Darum geht's mir, dieses abgefuckte, gezwungene. Ich denke mir so, ja, Kinder kaufen euch das ab, aber. Ja, aber Mike, um die Kinder geht's. So, ja. Roman. So, für uns sind die Leute wie Shinsuke und AJ da. Für die Kinder. Hey, wake up. Okay. Ja, passt. Für die Kinder ist es Roman. Ja. Na? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach so sehen. Ja. Und, mir ganz ehrlich, mir wäre scheißegal, wer das da gegen Brock steht. Ich will, dass derjenige gewinnt. Ich will diesen respektlosen, untalentierten Bastard nicht mehr sehen. Warum denn? Warum ich Brock nicht mehr sehen will? Ja. Weil dann Fick auf das Ganze gibt. So, der trägt seit Monaten den größten Titel, ist nie da und gibt einen Fick auf alles. So. Ja, so habe ich mich noch gefühlt, bevor das Mania-Match gegen Taker kam, aber da warst du ja noch anderer Meinung, komischerweise. Ja, weil der Unterschied zu damals ist, dass du damals keine anderen Leute hattest, die gegen Taker, die Taker hätten die Streak nicht. Ja, das auch, aber genau aus aber dem Grund. Genau, du hättest aber schon längst Braun den Titel geben können. Ja. Zum Beispiel. Ich bin nicht der Größte, ich zieh mir jetzt kein Roman Reigns T-Shirt an. Ich sag nur, Brock ist. Und ich finde es beschissen, dass das zweimal gemacht haben. Sie haben ja schon was so gemacht. Sie haben den Titel gegeben und dann hat er ein halbes Jahr vergessen. So. Und da haben sie doch gemerkt, dass das kacke ist. Und jetzt haben sie drei Jahre gemacht. Ist Pace noch da? Gute Frage. Ich bin da, ich höre euch zu. Okay. Das Einzige, was ich nur kurz in den Ring schmeißen will. Nee, das hat jetzt gerade was mal auf Topic mit der Technik zu tun. Nicht, dass das hier noch bevor wir zum großen finalen Schluss aus Teamspeak geschmissen werden. Ja. Für die Zuhörer draußen, ich habe noch nie mit Teamspeak gearbeitet. Hier kam gerade irgendeine Meldung, change name for no auto delete. Hat mich das was zu interessieren? Delete. Nein. Außer dem Wort, nee, nicht wirklich, nee. Okay, das heißt, ich bin noch safe. Ja. Gut, okay. Ja. Ich habe wenigstens noch ein Delete-Challenge reingekriegt. Kannst du dann gleich draufschneiden, so die ganze. Das passt. Ha, wie geil, ich habe gerade eine Meldung bekommen von YouTube. Live 2018 WWE Hall of Fame Interview. With the Generation X. Und Shawn Michaels mit kurzen Haaren. Ja. Also,
alles, was ich dazu sagen wollte, ist, aus dem Grund, warum du willst, dass Brock verliert, aus dem Grund fand ich es scheiße, dass er gegen Taker damals gewonnen hat. Ich würde so sagen, wär Brock aktiver, würde ich es auch Brock gönnen, weil ich finde einfach, wrestling-technisch, finde ich, steht er über Roman. Wrestling-technisch steht er mittlerweile über Krankheit mehr. Ja, weil er ja so gut wie gar nicht mehr da ist, aber deswegen sage ich, wenn er aktiver wäre. Ja. Du meinst, wenn er einen Fick auf das Business geben will? Ja. Ja. Tut er halt nicht. So, und das ist halt unglaublich schade, aber er will halt wieder UFC machen und dann soll er halt. Ja, komm, ich meine, es ist einfach Fakt, dass Brock ist überhaupt nicht mehr interessiert. Und wenn ihr Raw gesehen habt oder euch zumindest Teile davon angeguckt habt, Paul Heyman hat es ja sogar auch ungefiltert im Ring während seiner Promo gesagt, dass Brock wahrscheinlich relativ schnell wieder bei der UFC landen würde, da wieder irgendwelche Events vielleicht, und daher, nachdem ich euch jetzt so schön lange zugehört habe, ich glaube, dass es auch wirklich darauf auslaufen würde, dass Roman gewinnt, weil alleine, ich mach das jetzt wirklich an der letzten Raw-Ausgabe fest, der hat Brock zum ersten Mal richtig Scheiße auf die Dinge. Okay. Der hat dem mindestens 4-5 Superman-Punches hintereinander gegeben und Brock war mal kurzzeitig richtig Roman-Bitch. Ja, aber okay, nice. Ganz ehrlich, das fand ich, also so wie sie es gemacht haben, das fand ich übertrieben aus dem Grund, weil Brock, den hättest du mit, weiß ich nicht, mit einer Trashcan hättest du den auswechseln können und es hätte immer noch das gleiche Ergebnis so. So, die haben Brock gar nicht damit richtig reinbezogen, die haben einfach nur Roman Reigns seine fünffachen Superman-Punches machen lassen und meiner Meinung nach, das sah nicht mal wirklich danach raus, als ob sie getroffen haben. Ja, und genau das meine ich so. Brock ist sogar zu dumm zum Spam. Hey, wake up. Ja. Ja, nee, das Ding ist halt aber auch, ich weiß jetzt nicht, warum die das gemacht haben. Es war natürlich auch da, aber nachdem Roman Reigns mit den Superman-Punches fertig war, ist Brock aufgestanden und hat dir nochmal ein F5 gegeben. Ja. Also das war, glaube ich, das Letzte, was da passiert. Warte mal, stopp, ich krieg wieder diese Bot-Scheiße. Ja, einfach nur draufdrücken und fertig. Hat's auch gerade gekriegt. Ja, draufgeschissen. Ja, das kommt gerade aber andauernd wieder bei mir. Ja, dann sagen wir jetzt, wir kommen jetzt zum letzten unoffiziellen Punkt, weil sonst geht das Ding, glaube ich, auch schon wieder zu lang. Ja. Und zwar Cena versus Taker. Also sagen wir jetzt alle Roman mit? Ja, oder? Ja. Wer will denn, dass Brock gewinnt? Mit einem mehr oder weniger weinendem Auge oder so? Ja. Ja, Roman, ja. Ja. Würde ja keinen Sinn, ehrlich gesagt, das würde ja auch jetzt nicht wirklich Sinn ergeben, nee, wenn Brock gewinnen würde. Also. Wer will? Darf ich? Ja, mach du. Du, Pasi, mach du. Hast wahrscheinlich am meisten gesehen von uns. So. Ah, ich glaube, Michi war auch ganz gut dabei. Aber ich fange mal an. Ich tue mich mit der ganzen John und Taker-Geschichte wirklich schwer. Likewise. Weil ich muss sagen, wäre es ein anderer Zeitpunkt gewesen, hätte ich mich wahnsinnig über dieses Match gefreut. Likewise. Nicht mehr. Es ist einfach so,
das fängt allein schon damit an, dass für mich halt dann dadurch der ganze große Taker-Abschiedsmoment von letztes Jahr zerstört wird. Ich will mir als Fan das einfach auch dadurch nicht kaputt machen. Ja. Und es ist einfach so, bitte lasst Mark Calloway nicht mehr in den Ring und lasst ihn kein langes Match worken. Es funktioniert nicht mehr. Wir haben doch gesehen, was in dem Match mit Brock passiert ist bei 30. Das, ich fand's gegen Roman fand ich's richtig schlimm. Ja, Roman war fast schlimmer. Ja. Ja. Und ich muss dazu sagen, mir geht's nicht nur um Taker, mir geht's auch ein bisschen um John, weil er hat schon recht, wenn er jetzt bei Raw gesagt hat, wieso soll ich überhaupt auf Teufel komm raus ein Match kriegen? Er hat aufgezählt. Er hat fünf große Matches hintereinander verloren. Und John Cena, nehmen wir es ihm ab, wenn er das so sagt, ist keiner, der sich einfach nur ein Match geben lässt, weil er es könnte, wenn dadurch anderen Leuten, die es mehr verdient hätten, die Chance genommen wird. So, und der Satz ist es für mich. Meine Theorie, was mit Bray passiert ist. So, David Hearn. John kommt raus, ruft Taker raus, das Licht geht aus, Bray ist da, die Krokodil hat einfach raus, oder so, oder ich. Es ist möglich, vielleicht ein bisschen anders Taker-mäßiger raus. Weil er ist ja gestorben, mehr oder weniger. Alter! Wir sind uns ja nicht ganz bei der... Das wäre krank. Und der fickt schon. Ja, aber... Er fickt ihn in Einzelteile. Das Ding ist... Das wird kein Match. Das wird einfach... Der bringt ihn einfach um. John wird so geschockt sein, Aber das klingt, ganz ehrlich, das klingt so gut, dass es das kaum ist vorstellbar ist. Ja, aber der Satz, den Pacey gerade gesagt hat, lässt mich darauf schließen, dass da was dran ist. Ja, aber wir müssen Leute, an zwei Sachen denken. Leute, die es verdient haben und keiner hat es in meinen Augen fast mehr verdient als Bray, weil der hat, was der an Scheiße gefressen hat die letzten 3 Jahre, ist unglaublich. Ja, weil... Aber zwei Sachen dürfen wir nicht vergessen, weil jeder sagt, dass Taker zu Mania kommen wird. Das muss ja, also hauptsächlich sieht so aus, dass es nicht der Fall ist. Und Cena hat selbst gesagt, wenn Taker bis zum letzten Brawl nichts sagt, dann sitzt Cena in den Zuschauer rein. Ja, aber komm. Ja, nee, ich sag's nur, weil ja, am Ende, wir können jetzt philosophieren, wie wir wollen, aber wenn, weißt du, das wäre dann der richtige Abfuck, wenn es dann wirklich so ist, dass Cena sagt, okay, Taker kommt nicht, ich chill jetzt dort. Irgendwo ja, ist es zu billig, aber ich bin mir bei Taker nicht mehr sicher. Ich bin da. Okay, weil glaubt ihr beide, dass John die ganzen 4 Stunden einfach bei den Fans sitzen wird und... Niemals. Niemals. Also, was passiert? Ja, nee, also, aber ich hab gesagt, es sind Optionen. Es sind doch einfach nur 3 Möglichkeiten, die... Zwischendurch habe ich dran gedacht, dass es ein Triple Threat zwischen Taker, Crane und Cena werden könnte. Echt? So, ja. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, als Crane, ja. Als Crane rauskam und Cena gechoked hat, habe ich fest damit gerechnet, dass es genau das wird. Aber kam halt nicht. So, das ist Crane, war alles so... Das ist seltsam. Ja. Outtaker. Ja, das wäre jetzt wieder eine neue Option. Das wäre jetzt wieder was. Dass anstatt Bray einfach Kane rauskommt. Ja, aber, boah, ich glaube, dann bin ich noch
dann bin ich sauer. Also dann würde ich auch lieber Bray haben wollen als Kane. Ja, natürlich. Aber bevor Kane kommt, dann will ich doch lieber Taker. Alter. Nein, wir reden immer noch vom Undertaker dann in dem Moment. Und aber Leute, um nochmal kurz Cena anzusprechen, weil der Kai gesagt hat, ihr glaubt doch selber nicht, dass der da die komplette Show rumsitzt und Die machen was mit ihm. Kann keine Witze sein. Aber pass mal auf. Jetzt werdet ihr gleich wieder sagen, Hasi macht sein Winding. Aber ich glaube, es würde John vielleicht im Hinblick auf Fans mal ganz gut tun, wenn er tatsächlich mal aussetzt und nicht. Doch, ich glaube, da hat Pace sogar recht. Wenn es mal ein Cena-freies Mania quasi gäbe, ohne irgendwelche Heiratsanträge im Ring, ohne Matches, dass die Leute vielleicht irgendwann sich mal denken, guck, er lässt uns mal in Ruhe, jetzt können wir auch ein bisschen besser gespielt werden. Space an sich hast du recht, aber allgemein ist es dafür schon viel zu spät. Ja, eben, weil jetzt ist es auch egal, weil mittlerweile der Hate ist ja gar nicht mehr da. Von welchem Hate reden wir denn gegen Cena? Im Gegenteil, der war in den letzten 15 Jahren nie so beliebt wie jetzt. Ja, aber der Hate ist trotzdem immer noch da. Ich sehe das so wie wenn Kurt Angle rauskommt und jeder schreit, you suck. Ja, sie machen es, weil es Teil der Show ist, aber eigentlich lieben sie den Kerl. Ja. Dieses Cena Sucks hat sich mittlerweile so eingebürgert wie bei Curtis Youssef. Ja, genau. Genau. Genauso wie das John Cena Sucks. Ja. Das gehört dazu, Alter. Das gehört zum Team. Eigentlich. So. Ich glaube, wenn das der Weg ist und Cena setzt sich nicht schon und kriegt noch eine Gage. Klar macht er das. Aber ich weiß auch noch, ob das der WWE leider wird. Für den Fahrer. Ja, er wird sagen, sobald. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Jo. Basis Version würde Sinn machen, oder eure Version würde Sinn machen, wenn er ein Fulltimer wäre. Ja, ein Part-Timer. Ja. Für ein Part-Timer. Du setzt Brock Lesnar 4 Stunden in die Crowd, zum Beispiel. Ja. Verstehst du das Problem, Basis? Ja. Ja. Ja, das hat keinen Effekt. Der ist nach meiner Mitte 6 Monate, 3 Monate, 4 Monate weg. Ja. Ja, gut. Ja, und dann war schon recht. Dann war es vielleicht mal schön, dass er bei dem Make-A-Wish-Kind spielt und dann sagt, ist dann ein geiles Kind, aber man dann drauf nicht. Ja. Und dafür jetzt dann auch so nicht. Und der nächste Punkt, warum ich dann richtig sauer bin, das hat in den letzten 3 Raw-Ausgaben insgesamt mindestens 1 Stunde verbraucht. Dieser ganze Bullshit ist. Und wenn der da auch nicht, wird es alles. Genau das wollte ich nämlich sagen. Ich fand den Build-Up eigentlich, selbst ohne Taker, ich fand den eigentlich voll Hammer. Vor allem als er gegen Kane dann diese ganzen Gimmicks rausgehauen hat und so, das habe ich ja voll gefeiert. Vor allem, ich sag's wieder, Cena war ihm eigentlich. Ja. Ja, schon. Das fand ich das Beeindruckende. Es war halt für Cena-Verhältnisse schon sehr unartig. Ja, für die C-Nation war das Heal, ja. Ja. Also, so Heal war er nicht mal bei Nexus. So. Kranker Vergleich. Und da hat er Karriere gekämpft. Ja, Mann. Nicht nur im Ring, sondern auch Backstage. So. Oh je. Ja.
Aber, ja, die nächste Saison ist vielleicht arme Scheiße. Tut mir leid. Ach so, Dings, was ich sagen wollte, ich habe mir den, in YouTube habe ich mir die Commentary-Section gegeben und nachdem sie von Cena einen angeblichen Beweis bekommen haben, heißt es, dass gegen Cena nicht The Deadman kämpfen wird, sondern The American Badass. Ja, das war ja auch... Oder das ist meine Theorie, wenn Taker kommt weil er weil Cena gesagt hat, you'll be the dead man walking oder sowas. Und das ist ja in dem Intro dead vom... Dead man walking. Ja. Ja, komm, aber wäre das nicht ein bisschen arg einfach? Nee, es geht nicht darum, dass es einfach wäre. Es würde, meiner Meinung nach, es würde... Es würde... Oh Mann, das hat mich gerade echt erwischt. Ich wollte nämlich gerade sagen, das würde in keinster Weise Sinn ergeben. Und dann sagst du, Vince, würdest du. Scheiße. American Badass würde mega Sinn ergeben. Ja, Mann. Mein Shaker hat damals, als er debütiert ist mit dem Gimmick, auch nichts von sich hören lassen. Und ich glaube, er wurde auch provoziert zu dem Zeitpunkt. Nein, aber das Ding ist... Und dann kam er ja beim Rumble, oder wann war das? Ja. War das ein Rumble, oder was war das? Nein, ich glaube, es war ein Vengeance oder No Mercy oder sowas. Ja, das war auch so eine Waffenprügelei, oder? Wo dann, ja. Wo dann, ja, aber, yeah. Aber genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Cena von Cena gegen der alte Cena gegen American Badass, das gab's das schon. So das ja, gab's das schon. Geil. Und das jetzt zu machen, vor allem wo es jetzt diesen Übersee Nation Cena gibt, das vom Kontrast her, das würde einfach so, Leute, null stimmen. Halt deinen Mund, weil jetzt gebe ich euch die Punchline. So. Die Pipebomb. Nein, pass auf, ja, ich gebe euch jetzt beiden die Pipebomb. Letztes Jahr. So, wenn wir vorher predicted hätten, New Day kommt raus und sagt, ja, halt, hätte jeder gesagt, pass nicht. Ja, das stimmt. So, was ist mit uns allen gleichzeitig passiert? Ja. So, ich sag's euch. Ja, aber es ist zu spät, Mann. Dicker, es wird passieren. Genau so. Mach mir keine Hoffnung, Mann. Siehst du? Du bist ja, natürlich will ich. Mir wär's scheißegal. Hauptsache, ich kann den Typen wiedersehen, ob der jetzt im Ring ist oder nicht. So, darum geht's. Und wenn Taker nur da ist, um Manager von Bray zu werden. Okay. Jetzt krieg ich durch. Ja. Alter, stell dir vor, der kommt raus und sagt, ich bin nicht dein Gegner, sondern der hier. Genau. Der kommt raus mit American Badass, aber mit dem Here Comes the Pain Team. Steht auf der Bühne und auf einmal geht's Licht aus. Und jeder denkt gleich, steht da als Deadman da, dabei steht Bray dann in der Lina. Alter, das ist ja schon. Aber soll ich dir was sagen? Astronomisch. Das wäre nicht Vince McMahon, das wäre Vince Russo. Du meinst den Barbecue-Typen? Nein. Nein. Geht aber ganz schön was voran. Vince Russo. Hashtag Barbecue! Was hat der Typ mit der kleinen Grilldose? Was ist mit dem? Ach ja. Hashtag Mann. Barbecue. Hashtag Barbecue. Hashtag Vince Barbecue. Ich will, dass das trendet während der WrestleMania. Alter, Jim Ross gewinnt das Ding ganz einfach. Welches? Oder James Ellsworth. Ja,
Ne, Dana Brooke. Oh Mann. Zusammen im Tag Team mit Eva Marie. Auf jeden Fall. Ich kann kaum glauben, dass Eva Brooke meine damit verschwendet. Oh Mann. Ich hätte meine eigene Datei 5. Oh Gott, ist ja die Zweite. Leute, langsam trifft es echt ins Boden hoch. Ja, schon. Ja, nein, also. Ich fasse nochmal zusammen. Meine A-Lösung wäre Bray. Meine B-Lösung ist Fake. Aber something has to be given. Ja, schon. Ja. Nee, Pam. Nicht in der S3 sitzt in den Kindergarten kommen. Das wäre ja echt traurig. Zählt nicht, Bruder, das wäre wirklich. So, es gibt dann so die extra Sina-Kerzen. Oh mein Gott, du legst ja Kamera. WWE Ice Cream Bars. No, Alter, was? CM Punk Return confirmed. Ja, Mann. Oh, halt deine Fresse. Das will wirklich niemand bei sich. Das ist noch einer von den 10. Und genau deswegen macht es Vince. Hat jemand CM Punk? Ja, wenn es würde, es macht. Alter! Beste! Ja, John Cena, weil Undertaker nicht da ist, gegen Vince McMahon, Alter. Das wäre doch ein Highlighter. Das wäre ein kranker Abschluss. Pause, gehen wir? Ja, damit auch garantiert jedes McMahon-Family-Mitglied ein Match bei Mania hat, oder was? Ja, auf jeden Fall. Am nächsten Jahr kommen dann die Töchter von Schutz noch mit rein. Alter. Nee, aber ich würde sagen, egal was passiert, Taker gewinnt das Ding. Was? Ob, nee. Ob er jetzt auftaucht oder nicht. Ja. Ob er jetzt auftaucht oder nicht, der hat das Ding gewonnen. Aber irgendwas muss mit Cena passieren bei Mania. Ja. Ja, definitiv. Vor allem. Du hast gesagt, es sind 10 Stunden lang, macht gar nichts. Nee. Ja, man wird doch wohl mal seine Meinung ändern dürfen. Nee, weil ihr müsst überlegen, das Ding mit Brock war das, glaube ich, wo es hieß, Cena schafft's nicht zu Mania, er war am Ende doch da. Ja, bei so einer brenzlichen Lage, sage ich jetzt mal, und den dann in dem Vergleich dann da sitzen zu lassen. Stopp, und ihr dürft nicht vergessen, dass dieser Aufbau Seiden Rumble läuft. Cenas Aufbau seit Rumble ist genau das. Er will zu Mania. Sein erstes Ziel war, den Rumble zu gewinnen. Sein zweites Ziel war, den Stellvertreter gewinnen. Oder? Nee. Da waren noch ein paar Sachen. Ja, die Six-Pack-Challenge war da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der ganze Aufbau so gut, dass er dann nur Mania hat. So, und jetzt hat er schon und Cena keinen. Also, ganz ehrlich, halt dann hätte er auch in den 80ern auch keinen gehört. Ja, nee, was noch war, wo ich einem recht geben musste, ist, wenn da jetzt wirklich nichts passiert, wirklich gar nichts passiert, sagen wir mal, Cena bleibt wirklich in den Zuschauer rein, dann wäre das ja vom Aufbau und vom Hype her. Das wäre total die Verarsche den Fans gegenüber, weil ich mitbekommen habe, über die Hälfte des Mania Crowds würde eigentlich nur wegen Taker kommen. Und jetzt stell dir mal vor, die bilden das Ganze ab. Ja, es hieß, dass ein Großteil der Fans nur kommt, um Taker wiederzusehen. Ja, das wird damit. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, das passiert wirklich nicht. Lange Gesichter geben. Ja, dann, aber dann war das von Vince ja eigentlich voll der Arschloch-Move. Nein. Also, Taker hat seine Karriere beendet.
Eben. Ja, aber dann hätten sie, dann hätte auch in der letzten Raw-Ausgabe von mir aus Vince rauskommen können und er sagen können. Ich beweise jetzt hiermit weiter meine Bray-Theorie. So. Bray war schon immer als Nachfolger von Taker angedacht. Spätestens seit dem Match gegen Taker bei Mania von Ja, das stimmt. Taker beendet seine Karriere. Letztes Jahr. Bray hat ein beschissenes Jahr. Das damit endet, dass er eigentlich stirbt. Gimmick weit. So. Und Cena sucht einen Toten. Cena sucht einen Dead Man Walking. Er hat nicht alle Tage gegangen. Und Bray ist im Moment einer. So. Ja, aber genau das ist das Problem. Es ist zu kreativ, zu krank und zu gut, dass es wirklich passiert. Genau das ist das Problem. Genau, es ist zu logisch. Ich hab schon kräftige Sachen heute gesagt. Ja, das hast du, aber das hat sich halt Vince nicht gedacht. Also nicht so, Vince, nicht du. Ja, weil Vince alles nur macht, um sich Geld in den Arsch schieben zu können und mehr nicht. Pasi? Also, nee. Naja. Er hat mir das halt einfach zu passen. Ja, hat jemand CM Punk gesagt? Hat jemand CM Punk gesagt? Jim King Ross ist ein sehr trauriger Mann, oder? The end is nigh, the end is nigh. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja, Leute, freuen wir uns jetzt auf das Ganze, oder? Ja, Mann, Willow the Wisp. Was für Bray Wyatt und Undertaker, Willow the Wisp gegen Cena krank. Genau. Ja. Genau, glaubt der Fake-Promo. Und. Das klingt realistischer in Vince sein Gedanken als das, was du gerade gesagt hast. Pass auf, der wahre Plan ist: es ist nicht Taker, es ist Will of the Wisp, ja? Er gewinnt gegen Cena. Cena hört bei der WWE auf, geht zu New Japan und wird der Leader vom Bullet Club. Krank! Das wird gebuckt! So, meine Damen und Herren, damit hätte sich der Kreis AJ Styles John Cena endgültig geschlossen. Ja. Bei CNA vom Hof gejagt 2013, um in Japan neu aufzustehen. Und Cena geht den Weg umgekehrt. Ja. Großartig. Ich grüße meine Mutter in Wuppertal. Vor allem, man beachte diese Entwicklung. Prince David, also beziehungsweise Finn Balor, AJ Styles, Kenny Omega, John Cena. Krank. Nee, Moment. Wir haben einen neuen Bullet Club Leader. Jim Ross. Da haben wir jetzt halt wirklich Idioten, ihr kriegt gar nichts mit, ne? Cody Rhodes, hallo, ich weiß ja. Ja, Jim Ross, Alter, geht's. Ich bin immer noch für Jim Ross. Ich krieg schon wieder hier diese... Ja, ich auch. Ja. Bullshit. Ich glaub, Vince will uns reinfunken, wir haben zu viel über ihn geredet. Ja. Vince McMahon. Ja, ist so. Ja, das wäre doch jetzt ein schöner Abgesang, oder? Ja. Wollt ihr noch ein paar Abschlussworte irgendwie raushauen? Ja, ich wollte vorhin schon seriös machen, aber ihr wolltet ja nicht. Nee. Das wäre zu dynamisch. Mike, du kriegst übrigens keine Werbeeinander für, ne? So wie ich
Fäkalsprache verwendet hat. Also die Leute, die meinen Channel abonniert haben, die wissen, was bei mir abgeht. Ja, pass auf, Wörter, die auf keinem Eminem-Album mehr vorkommen, weil man ja Geld verdienen muss. Okay. Drum geht es weiter, Manuel, und Flören. Like, ich komme in dieses Café. Schön, dass wir in unserem WrestleMania-Video jetzt noch Eminem untergebracht haben. Vielleicht ist auch der schon Sinas Gegner und es gibt Gewerkschaften. Krank! Ja. Return of Dynamics. Ich fordere Flair gegen Eminem gegen John Cena. Krass. Ric Flair up in this bitch. Nee, nicht der Flair, ich meine den anderen. Ach, der Flair? Ja. Wie war das nochmal mit Jim Ross? Okay, mein Abschlusswort zu diesem Match ist: John Cenas Gegner ist Spanky. Fertig. Spanky. Das geht aber nicht. Spanky ist der Hurricane. Der ist schon Partner von Braun Strowman. Nein, Mann, du hast ihn verwechselt mit Dana Brooke. Das hat mir Spaß gemacht, bis zu dem Punkt, da ich gehe. Okay, alles klar. Also, wollt ihr euch noch irgendwie verabschieden, oder? Ja, Mann. Irgendwie. Kai? Es hört eh keiner mehr zu seit einer Stunde. Ja, schon. Ja. Man hört sich den Scheiß denn an, der ist viel zu lang. Aber für diejenigen, die uns jetzt immer noch zuhören, Respekt. Ja, Mann. Vielen Dank fürs Zuhören. Und danke, dass keine Anzeige erstattet wurde wegen irgendwas. Ja. Von Dana Brooke und Jim Ross. Wenn's nur den tun. Ja. Hashtag James Ellsworth. Ich will in den Kommentaren sehen, Vince würde es tun. Ja, okay. Hashtag und Hashtag Barbecue. Ja, Mann, Hashtag Barbecue, krank. Warum auch immer. Und Hashtag Sinas Personal Kamerakind. Ja. Und in der Crowd 4 Stunden lang beim Fotografieren mit Babys. Geil. Ja? Dann würde ich sagen, Jungs, ich würde sagen, wir verabschieden uns standesgemäß, oder? Ja, dann haut raus. Wenn in der Down of Dead, we get 2 words fire. Dirk! Watch it! Nicht mal unser Ende haben wir ordentlich hingekriegt. Egal. Freut euch auf WrestleMania. Wir waren The Neon Generation X. Yes. Okay, suck it. Alright, guys. Oh mein Gott. Nochmal zur Erinnerung, ich hau die... Ja, okay, Paisy geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich hau die Namen jetzt einfach in die Description rein. Ich hau die Hashtags in die Description rein. So, Paisy geht auch noch im Kanal. Ja, wollte ich gerade sagen, ich hab doch einen. Ja, dann hau das ich hol das... Das ist das Einzige, was er hat. Ja, also auf jeden Fall, the hype is real. DNX just told you to suck it. Oh, das ist kein Hype, Alter. Das ist egal, unser Hype ist schon seit einer Stunde vergangen. Ich versuche hier gerade noch etwas aufzubauen. Alright? Größten Dank an Dana Brooke, James Ellsworth, Hornswoggle, der American Badass, der nicht auftauchen wird, den Cena, der 4 Stunden lang in der Crowd rumsitzt und nichts macht. Vielen Dank an King, der gerade stirbt und auf gar nichts mehr Bock hat. Danke an Paisy, der von diesen 2 Stunden 20 Minuten mitgemacht hat. Yo. Und this is the Blue Gangster. We are out, motherfuckers. See ya, world. Bye. Wichser.
Ja.